möchte mich kurz vorstellen. Ich höre seit 19 Jahren auf den Namen Fips Asmussen. Gehe stramm auf die 20 zu. Früher war ich natürlich einmal jünger, klar. Bin ein waschechter Hamburger Jung von einer sagenhaften Alimentalität. Bin meine Eltern Sonnenschein, habe Abitur, formfernende Füße, eine schöne Wohnung, einen schlechten Charakter. Bin kein Sexmuffel, nehme nie die von gestern und lebe nach dem Motto, wer nicht liebt, Wein, Weib und andere Frauen, dem soll man den Christbaum um die Ohren hauen. Ich habe auch kürzlich geheiratet. Ich wollte nicht, aber die Kinder waren dafür. Bekannt geworden bin ich durch meine Sprüche. Zum Beispiel, wenn einer aus dem D-Zug speit, was man ihm keineswegs verzeiht, und wird vorübergehend blind, so herrschte starker Gegenwind. Ihr fühlt langsam, womit ich berühmt geworden bin, nicht? Oder ein Mädchen ging mal Pilze pflücken und muss sich dabei oftmals bücken. Jetzt Stilze, scheiß Pilze. Oder über einen grünen Anger ging Luise Böhm. Sie war im 6. Monat schwanger und wusste nicht von wem. Unangenehm. Oder der Eber, der ist missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Nicht nur die Frau, die Sau alleine, auch die Verwandtschaft, alle Schweine. Ja, ihr merkt es ganz deutlich, ihr spürt es. Ich mache in leichter Muse. Und zur leichten Muse, seien wir ehrlich, gehören Frauen. Und wenn ich hier in die Runde gucke, muss ich sagen, also von Donnerwetter, verdammt schöne Frauen, wenn man bedenkt, mit was man sich zu Hause behelfen muss. Ich stehe nach wie vor auf Frauen, obwohl es gar nicht modern ist. Aber ich kann mit Männern nicht warm werden, das ist eigenartig. Was? Da kommt Daddy nach Hause und sagt zu seinem Söhnchen, Sonny Boy, traurig schaust du aus. Was ist passiert, hm? Hast du ein Kabeljack kaputt gefahren? Nein, Daddy. Na sag, du siehst traurig aus, was hast du? Kannst du es sagen? Daddy hat viel Geld, Daddy kauft einen neuen Kabeljack. Nein, Daddy, das ist es nicht. Na komm raus, Sonny Boy, mit der Sprache, was ist los? Hast du Empire State Building angesägt? Sagt er, nein, Daddy, das ist es. Kannst du es sagen? Daddy hat viel Geld, Daddy baut größer, schöner, neuer, hm? Kannst du es sagen? Nein, Daddy, das ist es nicht. Na komm raus, Sonny Boy, was ist es, was bedrückt dich? Daddy, ich bin homosexuell. Na, das macht doch nichts. Der, die hat viel Geld, der, die kauft die Wiener Sängerknaben. pass auf, Ozean, nicht? Passagierschiff. Geht unter, kurz vorm Untergehen, sagt der Captain auf Deck. So, hören Sie mal zu hier, Kinder und Frauen links raus, Männer rechts. Da bleibt einer in der Mitte stehen und sagt, und ich soll wohl sterben, mein Kapitän. Nein, Freunde. Ich sage immer, Hauptsache es schlägt ein warmes Herz in der Hose, was? Dann kann nichts passieren. Nein, es ist wirklich wahr. Oder, da steht so ein Süßer, so ein richtiger Klaus Bärbel. Steht an der Verkehrsampel und sagt, Herr Wachmeister, darf ich einmal bei Orange? Sagt er, nein. Bitte, bitte, Wachmeisterchen, einmal bei Orange. Und dann sagt er gleich, kommt Waldmeister und dann hopp, hopp, hopp. Pass mal auf, ihr könnt euch vorstellen, zu einem Baugerüst gehören ja Maurer, nicht? Und jeden Morgen geht an diesem Baugerüst ein Schwuler vorbei. Und jeden Morgen rufen die Maurer runter, blöder Schwuler, blöde. Und jeden Morgen ruft der Schwuler auf, blöde Maurer, blöde Maurer. Und eines Morgens geht hinter dem Schwulen eine dufte Blondine, ein Rasseweib. Oh, war das ein Typ. Die Maurer ließen vor Begeisterung ihr Arbeitszeug fallen und riefen auf, hallo, dufte Blondine. Da denkt der Schwule erst gemeint drauf, hallo, Architekten, Architekten. Nein, Freunde, da kann man doch nur sagen, des Mittags lasst die Arbeit ruhen und freut euch auf den Afternoon. Ja, Plattdeutsch müsste man können, was? Nein, es ist ja so, Freunde, Frauen sind nichts Besonderes, aber sie sind, wie gesagt, das beste andere Geschlecht, was wir Männer kennen. Daran führt kein Weg vorbei. Und man soll dicke Frauen heiraten.
Tja, im Winter hat man es warm, im Sommer hat man Schatten. Freunde, es gibt doch Frauen, die sind so dünn, wenn die Himbeersaft trinken, sehen die aus wie ein Fieberthermometer. Gibt es. Aber Ladies und Muttis, was wäre die Welt ohne Männer? Wie ein Apfel ohne Wurm. Hm? Und die drei schönsten Dinge im Leben, das wissen wir, sind Essen und Trinken. Und schauen Sie mir beim Thema Nummer 1. Bei der Liebe. Wie heißt es im Fernsehen immer so schön? 7 Dinge braucht der Mann. Sex und Saufen. Nicht? Und Beate Uhse, ihr kennt Beate Uhse, diese nordische Freudenamsel. Diese große Klara aus dem Norden, die hat jetzt festgestellt, dass eine Frau mit 19 Jahren weitaus bessere Heiratschancen hat als eine Frau mit 19 Kindern. Die Frau ist doch toll. Und sie erwähnte kürzlich, Frauen leben zum Beispiel länger als ihre Männer. Vor allem die Witwen. Das finde ich enorm. Und die unterscheidet zum Beispiel zwischen glücklichen Ehen und normalen Ehen. So weit sind wir schon. In der glücklichen sagt sie, Schätzchen, weißt du, was unser Bett und unser Bankkonto gemeinsam haben? Nee, was denn? Ich habe heute beide sauber überzogen. Nicht? Und in der normalen Ehe, da sagt sie, Frau Müller von nebenan, die hat schon wieder neues Auto, Nerzmantel, Geschirrspülmaschine, Waschvollautomat, was hab ich? Sagt er, du hast 4 Kinder. Ja, die habe ich, aber wenn es an dir gegangen wäre, hätte ich nicht mal die. Das ist die normale Ehe. Wir können ganz beruhigt über das Heiraten sprechen, obwohl mir mal so ein Junggeselle sagte, wenn ich ein Glas Milch trinken will, brauche ich nicht gleich eine ganze Kuh zu kaufen, hat er doch recht. Heirat ist eine wunderbare Sache, es darf nur nicht zur Gewohnheit werden. Wie die eine zur anderen sagt, wie war denn deine Hochzeitsnacht? Auch sagt die andere, wie immer. Freunde, das Drama Ehe fing doch damals im Paradies schon an, als die Eva den Adam fragte, Adam, liebst du mich? Sag doch, was ein Quatsch, wen denn sonst? Das war noch nicht toll, die hatten noch nicht viel, da war noch nicht viel dran. Die hatten kein Fernsehen, die hatten keine Zeitung. Gucken Sie heute zum Beispiel in die Zeitung, lesen eine Anzeige, junger Mann mit Heiratsabsichten sucht älteren Ehemann, der ihm das wieder ausredet. Oder suche junge, wohlhabende Witwe, über der ich meine Sorgen vergessen kann. Wisst ihr, was eine Witwe ist? Das ist eine Frau, die immer weiß, wo ihr Mann ist. Nein, vor der Ehe kann sie noch so schön sagen, Schätzchen, wirst du mich denn auch noch so lieben, wenn wir verheiratet sind? Natürlich. Du weißt doch, ich hatte immer eine Vorliebe für verheiratete Frauen. Und nach der Hochzeitsnacht sagt sie, denn Schatz, ich muss dir was gestehen, ich leide unter Asthma. Na gut, dass du mir das sagst, aber heute Nacht schon geglaubt, du pfeifst mich aus, du. Und dann vergehen die Jahre, Freunde. Alles wird ein bisschen ruhiger. Ihr müsst euch vorstellen, eines Abends soll es denn wieder sein. Nicht? Und Oma schickt sich dann an, in die Federn zu schlüpfen. Nicht? Und plötzlich sagt sie dann, Opa, ich glaube, ich hab's im Kreuz. Na gut, dass mir das saß. Ich hätte nach einer alten Stelle gesucht. Nee, und eines Tages ist es dann wirklich soweit, dann rennt er aufs Polizeirevier und sagt, Herr Kommissar, ich möchte meine Frau als vermisst melden. Tja, wann haben Sie es bemerkt? Heute Morgen, als Sie das letzte weiße Hemd aus dem Schrank nahm. Haben Sie ein Bild von Ihrer Frau? Habe ich, Herr Kommissar. Der sieht sie dann an und sagt, tja, wollen wir die wirklich noch suchen? Heirat und du lachst dich kaputt. Das ist wirklich wahr. Das ist, muss ich euch erzählen. Pärchen sitzt in der Bundesbahn. Er mit solcher Backe, dem hatten sie gerade einen Weisheitszahn rausoperiert. Sagt er plötzlich, Liebling, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss unbedingt meinen Speisewagen Cognac trinken. Na, sagt sie, geh mal, mein Schatz, du musst ja unwahrscheinliche Schmerzen haben. Na, der geht in den Speisewagen, kippt ein paar, diese Doppelten, diese Siamesischen, ihr kennt die nicht. Plötzlich kommt der Schaffner und sagt, entschuldigen Sie, sind Sie der Herr aus Abteil 14? Ja, das bin ich. Ich muss Ihnen eine ganz traurige Mitteilung machen. Ihre Gattin hat gerade die Waggontür mit der Toilettentür verwechselt, ist rausgefallen. Na, ausgerechnet jetzt, wo ich nicht lachen kann. Oder, pass auf! Ein Jung, pass auf, sei doch mal ordentlich ruhig, Mensch. Wenn ihr lachen wollt, geht doch irgendwo anders hin. Das ist so eine ernste Angelegenheit. Müsst ihr euch vorstellen, jung verheiratetes Pärchen gehen zum ersten Mal gemeinsam in ein Schwimmbad. Herrliches Wetter. Sie sonnen sich, sie ahnen sich. Plötzlich steht er auf. Das war so ein Typ, wie soll ich ihn schildern? So, wo steht das Klavier? Ich trage die Noten. Ihr kennt diese Typen. Ein Irrer. Rauf auf den 10-Meter-Turm. Springt von oben runter. Doppelte Schraube. Einfache Rittberger. Weiche Landung. Kommt wieder raus. Schüttelt sich, trocknet sich ab.
Sagt sie, das war ja toll, was du gezeigt hast. Das wusste ich gar nicht. Sag, wo hast du es gelernt? Ach, sagt er, diese Kleinigkeiten. Was sollst du, weißt, wir haben aus Liebe geheiratet. Ich war mal Olympiasieger im Turmspringen. Kurze Zeit später steht sie auf. Ganz hagerer, sportlicher Typ. Oh, war die mager. Bei der Auferstehung des Fleisches konnte die liegen bleiben, so mager. Rauf auf einen dieser Startblöcke, rein ins Wasser, 400 Meter Kraul, eine sagenhafte Zeit, schneller als Toni Seiler. Kommt wieder raus, schüttelt sich, trocknet sich ab. Sagt er, du, das war aber auch toll. Sag, wo hast du denn das gelernt? Ja, sagt sie, ich war mal Nutte in Venedig. Nein, ich sage immer, es gibt auch glückliche Ehen. Es gibt heutzutage noch Ehen, in denen die Männer echte Kavaliere sind. In denen die Männer noch die Tür aufreißen, wenn die Frau mit den Kohlen aus dem Keller kommt. Das gibt es. Es hat sich alles ein wenig geändert heute. Wenn heute ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Es ist wirklich was dran, Freunde. Das ist eben unsere Zeit, unsere verrückte Zeit, sage ich immer. Wir leben in einer verrückten Zeit. Die schönste Zeit ist heute die Mahlzeit. Wenn man heute ein Brot kauft, ist es morgen schon von gestern. Nee? Es gibt heute Leute, die fressen ihre Badetabletten und dann wundern sich, dass sie nicht sauber werden. Ein Bekannter von mir, der ist Maler, der witschert. Der arbeitet heute schon mit Computer. Da kommt oben die Farbe rein, unten kommen die Gelackmeierten raus. Nee, es gibt heute Mütter, die kaufen ihren Kinderwagen auf Raten. Was ist der Erfolg? Das Kind stottert. Muss ich euch erzählen, ich war meinen Bekannten eingeladen. Ich komme da rein. Seine Frau war gerade niedergekommen, die hatte was Kleines gekriegt. Ich sage, das riecht aber verdammt nach angebrannter Milch. Sagt er, was heißt hier angebrannte Milch? Das ist unsere Amme, die liegt mit 40 Grad Fieber im Bett. Unsere verrückte Zeit. Die vornehme Frau von heute lässt sich in Spinat durch Fleurop schicken. Die vornehme Frau von heute sagt, Jeans, hat der Kanarienvogel schon gebadet? Ja, gnädige Frau, können jetzt reingehen. Unsere verrückte Zeit. Ist doch schlimm, da treffen sich zwei Mönche auf einer Party, sagt der eine, Halleluja, sagt der andere, Hello, Dolly. Das ist unsere verrückte Zeit. Das nimmt doch alles überhand langsam. Die Tierliebe mit Chimek, Professor, Doktor, der übertreibt doch langsam, der protestiert jetzt schon gegen die Herstellung von Löwensenf. Ich meine, wo kommen wir da hin? Wenn das so weitergeht. Unsere verrückte Zeit, Hamburger Hauptbahnhof, muss ich euch erzählen. Kennt ihr Hamburger Hauptbahnhof? Halb so groß wie der Friedhof von San Francisco, doppelt so tot. Steht einer am Briefkasten, wirft 5 Mark rein, guckt zur Bahnhofsuhr und sagt, verdammt, schon wieder 3 Kilo zugenommen. Das ist unsere hektische Zeit. Ist es nicht fürchterlich? Fürchterlich. So ein anderer rennt da rum mit so einem Bauchladen. Ihr kennt diese Dinger, diese Blechapparate, nicht? Und ruft immer, heiße Würstchen, heiße Würstchen, heiße Würstchen. Da tippt ihn einer auf die Schulter und sagt, haben Sie Polypen? Nee, nur heiße Würstchen. Unsere verrückte Zeit. So ein anderer, es geht ja alles automatisch heute. Der steht da in der Wandelhalle, da steht da so ein Automat für belegte Brötchen, nicht so? Mag rein, Brötchen raus, mag rein, Brötchen raus. Mag. 10 Stück hat er raus, sagt sein Nachbar. Menschenskinder, haben Sie nicht bald genug? Sagt er, jetzt soll ich aufhören, wo ich gerade eine Glückssträhne habe. Ist das nicht schlimm, Freunde? Man kann Sachen erleben. Es ist ganz... Nicht? Unsere hektischen 70er, sehen Sie, ich bin Pechvogel, ich kaufe mit Anzug mit 2 Hosen, verbrenne mir das Jackett. Andere bohren in der Nase und stoßen auf Öl. Es ist also schlimm. Also. Das sind die hektischen 70er Jahre, da kann man doch nur sagen, mach mal Pause, geh ins Zuchthaus. Da kommt einer aufs Postamt und sagt, ich hätte gerne eine Wohlfahrtsmarke zu 30, aber radieren Sie den Preis aus, es soll ein Geschenk sein. Muss ich euch erzählen, ich war bei mir auf dem Postamt, ich komme da rein. Da hatten sie gerade einen umgebettet, also der war am anderen Schalter tätig. Nee, und der stempelte den ganzen Tag Briefe. So, ich sag, Meister, ist das nicht langweilig? Ich sag, da kann ich nicht sagen, es hat jeden Tag ein anderes Datum. Kennt ihr? Sag mal, kennt ihr den Unterschied zwischen einem Beamten und einem Laubfrosch? Nee. Gibt's keinen. Beide sitzen auf dem Hintern und warten auf Mücken, du. Ich war damals bei der Bundesbahn angestellt. Hat man damals fristlos entlassen. Ich habe da im Hauptbahnhof die Schließfächer als Hotelzimmer Lilliputaner vermietet. Das wollten die nicht. Da sollte damals eine Prüfung machen als Lokführer. Sagt der Prüfer, Kandidat, Sie wollen einen Triebwagen fahren. Was machen Sie, wenn Sie losfahren wollen? Sagt er, werfe ich eine Schaufel Briketts auf. Sagt er, gut, Sie wollen schneller fahren. Was machen Sie? Werfe ich ein Brikett nach.
Sagt er, gut, andere Frage, Sie stehen, Sie wollen rückwärts fahren, was machen Sie? Dreht die Briketts rum. Ist das nicht schlimm? Unsere Zeit. Da sagt er, ich habe jetzt einen Igel mit dem Regenwurm gekreuzt, 100 Meter Stacheldraht. Das war da eigentlich auch gar nicht. Ich habe einen gekannt, der hat einen VW mit der Lokomotive gekräutert. Solche Beerdigung. Du. Schlimm, nicht? Da sitzen zwei in der Zelle. Sagt er, ich habe einen dollen Traum gehabt. Einen dollen Traum gehabt. Heute Nacht ging die Zellentür auf. Herrliches Wetter strahlte rein. Ich habe mir ein Fahrrad geschnappt. Rausgefahren ins Grüne. Oh, war das schön. Das hat es noch gar nicht. Ich habe Nacht geträumt, da ging die Zellentür auf. Das muss ich dir erzählen. Weißt du, wer reinkam? Brigitte Bardot, Sophia Loren, splitterfasernackt. Sagt er, und du hast mich nicht geweckt? Sagt er, konnte ich nicht, du warst nur mit dem Fahrrad unterwegs. In Alsterdorf, muss ich euch nur erzählen. Da sitzen zwei in der Zelle, sagt der eine, du, wir spielen mal Kaufmann, sagt er, finde ich prima. Pass auf, du bist Kunde, ich bin Kaufmann, sagt er, finde ich prima. Pass auf, du musst jetzt reinkommen, pass auf, ich komme jetzt. Moin, ich hätte gern zwei Flaschen Blumenkohl. Sagt er, das ist doch Blödsinn, das ist Quatsch, das geht doch gar nicht. Komm, geh noch mal raus, komm noch mal frisch rein. Pass auf, ich komme jetzt noch mal frisch rein. Pass auf, ich komme jetzt. Moin, ich hätte gern zwei Flaschen Blumenkohl. Sagt er, ich habe eben gesagt, das ist Blödsinn, das ist Quatsch. So, komm, jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt bin ich Kunde, du bist Kaufmann. Sagt er, finde ich prima. Aber du musst auch reinkommen. Pass auf, ich komme jetzt. Guten Morgen, ich hätte gern 2 Pfund Blumenkohl. Ja, haben Sie Flaschen dabei? Ja, Freunde. Freunde, singen möchte ich heute Abend nicht. Nein, mein Arzt hat mir das Singen verboten. Er wohnt bei mir im gleichen Haus. Kann man ja auch verstehen. Singen ist ja nicht ganz einfach, nicht? Heute wird alles in Platte geritzt, was nur einigermaßen gesund husten kann. Ist es nicht so? Nee? Deshalb sage ich, eine Fistel macht noch keine Stimme. Ist doch wirklich so. Denkt an den Tenor, der in der Staatsoper da die Liebesarie proben soll. Sagt der Intendant, Mensch, das Kind nochmal, das klingt ja fürchterlich, haben Sie noch nie geliebt? Doch, Herr Intendant, aber noch nie dabei gesungen. Singen ist tatsächlich nicht ganz einfach, Freunde. Es gibt heute Leute, die bilden sich ein, sie können singen nur, weil sie Beine wie ein Kanarienvogel haben. Das ist doch gar nicht wahr. Sehen Sie, ich habe damals eine wunderschöne Zeit mitgemacht mit meinem Freund Kammersänger Uwe Seeler. Wir haben im Kirchenchor von Castrop Rauxel gesungen. Es war eine wunderschöne, eine erhebende Zeit, als sie die Leute anschien zum anderen Glauben übergetreten. Es war also eine wunderschöne Zeit. Wenn wir in Putt mit Bohnensteig und du in Putt mit Brü, lohnt ich den Putt mit Bohnenstone und tanz mit mir Marie. La 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 la. Und wenn Marie nicht tanzen will, dann weiß ich, was ich tue. Dann stopp ich sie in Hobersack und bin im Bobentau. La 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 la. Und wenn sie denn auch beten deit, oh lebe Mann, muck ab, dann bin ich im noch faster tau und set mi Boben ab. Zack! La 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 la. Seid fröhlich. Garibaldi, der Erfinder des Schnellkochtopfes, hat einmal gesagt, der verlorenste aller Tage ist der, an dem man nicht gelacht hat. Hat er recht. Aber Freunde, bevor wir wieder so ein klein bisschen zusammenkommen, eine sehr wichtige, eine sehr dringende Durchsage. Der Fahrer des Wagens HHYL 290 möchte dringend zu seinem Fahrzeug kommen. Er steht über einem offenen Kanalloch. Unten drin sitzt ein Arbeiter, der möchte gern Feierabend machen. Dass ihr nicht denkt, er hätte da unten geschlafen, obwohl es immer so schön heiß, wer schläft, kündigt nicht, aber... Ich bin der Meinung, wenn man schon bei der Arbeit schläft, kann man zumindest vom Geschäft träumen. Ne? Kinder, Arbeit macht das Leben schön. Ich könnte stundenlang zugucken. Der einzige Nachteil der Arbeit, man hat keine Zeit zum Geld verdienen. Und es dreht sich heute alles ums Geld, wenn wir ehrlich sind. Es gibt heute Leute, die haben so viele Goldblomben im Mund, die schlafen nachts mit dem Kopf im Safe. Andere gehen in den Wald, hängen sich auf, damit sie wenigstens einmal auf den grünen Zweig kommen.
Sehen Sie, ich habe jetzt eine Goldader entdeckt. Ich spekuliere auf Minen. Ja. Ich stelle mich mittags um 12 vor die Börse. Wenn einer rauskommt mit der fröhlichen Miene, den pumpe ich an. Es hat sich alles geändert heute, sage ich immer. Sehen Sie, die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war, ne? Sehen Sie, ich habe damals an den Klapperscheuch geglaubt, da musste ich schon Alimente zahlen. Die Kinder heute in der Schule haben Sexunterricht. Ich meine, ich finde das ganz doof, man soll ihnen nur keine Hausaufgaben aufgeben. Da hörst du auf. Wenn die Eltern die nachsehen, die laufen doch jedes Mal schamviolett an. Doch schlimm, ist doch schlimm. Da sagt die eine alte Jungfer zur anderen, die heutige Jugend ist so verrückt. Oh, ist die heutige Jugend verdorben. Tja, sagt die andere, heute müsste man jung sein. Nicht? Oder die beiden Rentner, die auf der Bank sitzen, da schlendert ein Teenager vorbei. Dem einen, dem wuchs schon das Gras aus der Tasche, ihr kennt das. Ne? Und der andere sah so aus, als wäre ihm der Sargdeckel schon dreimal ins Gesicht gefallen. Nicht? Und da schlenderte so ein Teenager vorbei im Minirock. Nicht? Sagt der eine, wenn ich das sehe, wird mir ganz warm ums Herz. Bei der möchte ich nochmal 20 sein. Sagt der andere, bist du mir Schucke? Wegen der 5 Minuten nochmal 45 Jahre arbeiten, du? Da ist wirklich was dran. Mit Kindern kann man auch zauberhafte Sachen erleben. Ne? Da stehen drei kleine Hamburger Jungs zusammen. Sagt der eine, ich habe eine Freundin, die ist 4. Sagt der eine, ich habe eine Freundin, die ist 5. Sagt der dritte, ich habe eine Freundin, die ist 6. Oh, sagen die anderen, viel zu alt. Ja, die hat aber Temperament wie eine 3-Jährige. Unsere Kinder oder drei Hamburger Jungs kommen zur Schule. Drei Buben, Drillinge. Sagt der Lehrer, stellt euch mal vor, wie heißt ihr? Ich heiße Heini Müller. Und du, Fritz Müller. Und du, Max Müller. Ja, hör mal zu, deine Brüder sprechen so hell und du so dunkel. Wie kommt denn das? Ja, meine Mutter hatte damals nur 2 Zapfstellen und ich musste immer die Bärenmarke saufen. Kinder wie die Bilder, was? Da steht die Kleinste in der Schule auf und sagt, Frau Lehrerin, kann meine Mami schon ein Kind bekommen? Wie alt ist deine Mami? 39. Natürlich kann sie ein Kind bekommen. Dankeschön. Frau Lehrerin, kann meine große Schwester auch ein Kind bekommen? Wie alt ist seine große Schwester? 18. Ja, natürlich kann sie ein Kind bekommen. Dankeschön. Frau Lehrerin, kann ich auch schon ein Kind bekommen? Nur du Dummerchen, du bist doch viel zu klein, du bist noch viel zu jung. Da steht in der letzten Reihe einer auf und sagt, siehst du, ich hab's dir gleich gesagt, wir brauchen nicht aufzupassen. Kinder wie die Bilder. Was? Da sagt die kleinste Mami, Mami, wie wir zusammenleben, ist eigentlich genau wie bei den Tieren. Könnte man sagen, Mami, Mami, dann bin ich zum Beispiel das Kälbchen. Naja, so ungefähr. Und du bist die Kuh, Mami. Naja, so kann ich mir vorstellen. Und Papi ist der Bulle, nicht? Nein, Papi ist der Ochse, der Bulle wohnt 3 Häuser weiter. Kinder wie die Bilder. Was? Oder am Rhein, müsst ihr sich vorstellen. Am Rhein geht der Papi mit dem Kleinsten spazieren. Hinter einem Gebüsch entdecken sie ein Pärchen. Nackelig. Die machen so ein bisschen EWG. Kennt ihr? Europäische Wiesengymnastik. Sagt der Kleine, Papi, guck mal da. Guck da nicht hin, wer weiß, woher die sind. Papi, aus dem Rheinland sind die aber nicht, die schunkeln ganz anders. Oder ihr erinnert euch ja noch ganz genau an das, an unsere Hamburger Attraktion, dieses deutsche Derby hier in Horn, ne? Die Lehrerin ging mit den Kleinsten, mit den ABC-Schützen, mit den Jungs auf die Rennbahn, zeigt ihnen alles, Führung, Stallung, Hindernisse. Plötzlich sagte eine Frau Lehrerin, ich muss mal. Dann sagt sie, wer von den Buben muss noch? Es melden sich verschiedene, dort geht mal rein, da steht's dran, Männer. Verschwinden alle, plötzlich kommt der eine wieder und sagt, Frau Lehrerin, das geht nicht, wir kommen da nicht dran. Ist viel zu hoch. Dann sagt sie, warte, ich helfe euch. Geht mit denen rein, knöpft den eins in die Hose auf, hebt sie alle hoch. Plötzlich sagt sie zu einem, Bub, du bist aber schwer. Bist du auch aus meiner Klasse? Nein, sagt er, ich bin der Jockey vom dritten Rennen. Müsst euch vorstellen. Danke, danke, ist genügt, ja. Danke. Das andere, nee. Zwei Jockeys, sagt der eine. Was kriegt denn dein Pferd so zu fressen? Sagt der Hafer, nur vom Besten. Und deins? Whisky, nur vom Besten. Schon mal gewonnen? Nein, sagt er, gewonnen noch nicht. Aber mein Pferd ist mir das Lustigste beim Start. Nicht und vor den Stall und da sammelte einer Pferdeäpfel. Da sagt einer, was wollen Sie denn damit? Sagt er, nehme ich mir nach Hause, streue ich über die Erdbeeren. Sagt er, komisch, wir nehmen immer Zucker.
Nicht? Oder denk zum Beispiel an die beiden unehelichen Söhne von Adele Sandrock. Der eine humpelte so ein bisschen mit der Zunge. Die trafen sich, sagte eine, wo warst du? Sagt er beim Arzt, was fehlt dir denn? Sagt er, Prostataentzündung. Was denn das? Sagt er, ich pinkel so, wie du sprichst. Ihr müsst tatsächlich mal unter Leute gehen, es ist also irre. Man kann was erleben, muss ich euch erzählen. Ich war kürzlich in einem Lokal, das war also an sich eine ganz doofe Sache, ein ganz, ganz vornehmer Laden, stinkt vornehm. Also da gaben sich die Kellner gegenseitig Trinkgeld. Ein irrer Laden. Toller Laden. Und muss ich euch schildern, da saß also ein Herr an der Bar. Große, impotente Erscheinung. Schmalbrüstig, blutarm, arbeitsvoll. So eine richtige frohe Natur, sinnesvoll durchkonstruiert. So ein richtiger Klosterfrau-Melissenkörper. Ihr kennt diese Typen. Ein irrer Typ. Und er war oben schon so ein bisschen weg. Man nennt das ja heute Striptease auf höchster Ebene. Nicht? Und er hatte so hier auf der Oberlippe dieses Sauerkraut. Kennt ihr so? Er sah so aus wie Einstein nach der Wurmkur. Also, unwahrscheinlich. Und die Kapelle spielte so schön diesen alten Evergreen von Erna Sack, der Mond von Wanne Eickel. Es war also unwahrscheinliches Flair in diesen Räumlichkeiten dort. Und an einem dieser Tische, da saß eine Blondine. Sowas von Blondine. Bei der kam die dunkle Vergangenheit schon wieder durch. Ein Rasseweib, also gegen dieser Lollo aus wie der Glöckner von Notre Dame. Die war so in dem Alter, wo die Rose wieder zur Hagebutte wird. Kennt ihr? Ein unwahrscheinliches... Und die schielte. Oh! Die schielte. Die hatte so diesen Hausfrauenblick. Links nach der Wäsche, rechts nach den Klammern. Kennt ihr? Oh! Schlimme Frau. Und die hatte einen Mund. So was Großes von Mund habe ich noch nicht gesehen. Die konnte beim Küssen nebenbei Liebling sagen. Also, so was von Frau. Also irre. Und herrliche Reklamehügel. Also... Gut besuchte Bluse, ein Dekolleté, also die trug den Nabel als Brosche, also unwahrscheinlich. Nicht? Und ehrgeizige Unterpartie. Nicht? Die trug einen Minirock, das war kein Minirock, das war eine Popo-Manschette, also so ein ganz kleiner Apparat. Nicht? Und er rutschte plötzlich von seinem Hocker runter und zwingte so, wie so ein Linksaußen auf sie drauf los, so nach dem Motto, mach Gevatter, wir essen zeitig, die Nacht ist die Mutter der Sünde, kennt ihr? Unwahrscheinlich machte seinen Bückling und sagte, darf ich bitten oder wollen wir erst tanzen? Ihr müsst in solche Lokale gehen, es ist also irre, da kam einer rein, der sagte, Herr Ober, ich möchte gern dinieren, sagte, tut mir leid, die Nieren sind leider alle. Wenn Sie gern was anderes. Sagt er, wie ist es denn mit Zunge? Nee, sagt er, was andere Leute schon im Mund gehabt haben, das mache ich nicht. Nee? Etwas weiter saß ein Pärchen, so ein junges Pärchen, er gab die Karte rüber und sagte, Liebling, was möchtest du denn gern? Ja, sagst du weißt doch, was ich gern möchte. Ja, das weiß ich auch hin und wieder. Müssen wir auch was essen? Das nicht. Ein anderer Herr kam rein und sagte, Herr Ober, haben Sie Schnitzel? Sagt er, ist gerade ausgegangen. Haben Sie Rumpsteak? Ist gerade ausgegangen. Haben Sie Eisbein? Ist gerade ausgegangen. Haben Sie Asthma? Muss ich mal nachfragen. Ein anderer Herr hatte sich ein Steak bestellt. Sagt der Ober, das Steak stinkt. Da geht der Ober 3 Schritte zurück und sagt, jetzt auch noch. Ein anderer Herr schrie aus der Ecke, Herr Ober, das Brot schmeckt aber nach Eisen. Ja, sondern muss eine die Flinte ins Korn geworfen haben. Ihr müsst mal in solche Lokale gehen. Er sagt, Herr Ober, kommen Sie mal her, hier ist ein Haar in der Suppe. Können Sie sich etwas Ekelhaftes vorstellen als ein Haar in der Suppe? Ja, mein Herr, umgekehrt. Ja, pass auf! Nein, Freunde, das muss ich euch noch erzählen. In diesem Lokal, da saß ein älteres Pärchen und die hatten sich so ein deutsches Haustier mit einem Bein bestellt. Ihr kennt die Apparate, diese Gummiader, diese halben Hähnchen. Und der Ober kam an mit dieser Handbowle, mit diesem Wässerchen, Zitronenwässerchen, stellte das ganz elegant hin und sie sagte, na Liebling, ich habe wieder was zu trinken bestellt. Ich sagte, nee. Ja, was ist denn das da? Sagt er, weiß ich nicht, mit, musst du mal den Ober fragen. Herr Ober, komm doch mal her hier. Was ist denn das hier? Gnädige Frau, das ist zum Händewaschen. Siehst du, sagt er, wer dumm fragt, kriegt eine dumme Antwort. Ja, Freunde, man muss tatsächlich unter Leute gehen. Oder, wenn ihr ausgehen wollt, geht mal zum Arzt.
Ihr könnt was erleben. Ohren auf, Augen auf, immer. Ich saß bei meinem Arzt im Wartezimmer. Nee, plötzlich sagt eine gegenüberliegende Dame, oh, sagst, ich glaube, mein Fuß ist eingeschlafen. Ich sag, nee, die Frau, dem Geruch nach zu urteilen, müsste der schon tot sein. Mein Arzt ist eine Kanone, kann ich euch sagen. Der hat jetzt kürzlich einen 3 Wochen auf Gelbsucht untersucht, bis er plötzlich feststellt, das ist ein Chinese. Irrer Typ. Kommt eine Frau zum Psychiater. Der Psychiater nimmt sie an die Brust, reißt sie die Kleider runter, zwingt sie auf die Couch, auf diese Knutschkiste, nicht? Geht mit in den sexuellen Clinch. Die beiden ziehen sich wieder an, sagt der Psychiater, so gnädige Frau, das war mein Problem. Welches ist ihrs? Jemand eine Frage dazu? Kommt einer zum Arzt, sagt der Doktor, können Sie mich mal untersuchen? Ich habe das Gefühl, alle Leute ignorieren mich. Sagt der Doktor, der Nächste bitte. Fragt der Doktor, na mein Herr, wie geht's Ihnen? Ach, sagt er, uns geht's gut. Sie sagt, wieso uns? Ja, sagt er, meinen Gonokokken und mir. Wo haben Sie die Dinger denn her? Herr Doktor, ob Sie es glauben oder nicht, von einer Nonne. So, was haben Sie dagegen unternommen? Sagt er, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ihr müsst tatsächlich unter Leute gehen. Ich sage euch das immer wieder. Zauberhafte Sachen kann man erleben. Ich war kürzlich eingeladen auf einer Party. Das ist ja modern heute, man geht ja auf Partys. Das war eine stinkfeine Party bei Milliardären. Ich meine, ich habe nichts gegen Milliardäre, die sind ja auch mal ganz klein angefangen als Millionäre. Und das war in der holsteinischen Schweiz und ich bin also dorthin gefahren. Ich habe so ein ganz kleines Auto, so links und rechts meine Genitalien in Gold drauf. So ein irres Auto, also wenn man links den Scheibenwischer rausmacht, kommt aus dem Reserverad das Wort zum Sonntag. Also ein unwahrscheinliches Auto. Ich bin also dann hochgefahren, diese Terpentinen, zu dieser Villa. Zu beiden Seiten standen die großen Kadaver. Ne? Die gnädige Frau kam mir entgegen im bordellroten Kleid. Ah, das war eine stinkfeine Person, die hatte einen Ring auf, so in der Mitte so einen großen Rabbiner drumherum, viele kleine Antisemiten. Ja, das waren feine Leute, die konnten jeden Abend in der Prostitutionsloge sitzen. Ja, bitte, die hatten so ein kleines, aber gut gehendes Herreninfektionsgeschäft und so im Laufe dieser Party kam ich dann auch mit der gnädigen Frau ins Gespräch und fragte sie, gnädige Frau, waren Sie dieses Jahr denn schon im Urlaub? Auch wenn sie an sich hatte mein Mann mir ja eine Weltreise geschenkt, aber ich wollte dann doch woanders hin. Ich sag, wo waren Sie denn? Wir waren in Italien. Haben Sie sicherlich den Brenner überfahren? Ja, sagt sie, wir haben ihn überfahren, aber ob der Brenner hieß, also. Ich sag, gnädige Frau, wenn Sie schon in Italien waren, dann sind Sie doch in Rom gewesen. Ach, sagt sie, Rom, ist das eine zauberhafte Stadt? Ich sag, waren Sie auch im Kapitol? Nein, im Kino waren wir nicht, das war uns zu heiß. Gnädige Frau, waren Sie denn auch im Vatikan? Im Vatikan waren wir auch. Na, wie hat Ihnen denn der Papst gefallen? Auch wissen Sie, er ist ja ein furchtbar netter Kerl, nicht? Aber Sie, du. Ich sag, gnädige Frau, wenn Sie schon in Rom gewesen sind, ist noch ein Katzensprung rüber nach Venedig. Ach, sagt sie, Venedig. Oh, so die Säuferbrücke. Aber immer schlechtes Wetter, die Straßen standen ewig unter Wasser. Und in einer Ecke, das war also schon früh morgens, da standen 3 Playboys. Das war international da, das war ein Ami, ein Schotte und ein Franzose. Die standen so in der Ecke und fachsimpel, einer gab mehr an als der andere. Ne? Sagt der Ami, wenn wir haben bei uns in Amerika Clubabend, wir reiten in die Prairie auf unsere Farm, wir legen Revolver an Garderobe ab, wir speisen wie die Nieren, wir legen anschließend Revolver neben Teller, wir halten Revolver an Schläfe, Risiko, ein Revolver ist geladen. Sagt der Schotter, wenn wir haben bei uns in Schottland Clubabend, wir fahren mit eigenen Wagen in die schottischen Berge, Serpentinen hoch, oben Bungalow, wir speisen wie die Nieren, wir fahren anschließend runter mit eigenen Wagen, Risiko, aus einem Wagen sind Bremsen ausgebaut. Sagt der Franzose, wenn wir haben bei uns in Frankreich Clubabend, wir machen ein wenig Suppe. Plötzlich kommen Negerinnen, so viele Negerinnen wie Clubmitglieder. Sie machen Striptease. Und wenn sie sind plötzlich nackelig, sie schlüpfen bei uns unter Tisch und machen ein wenig, wie sagt man, L'amour français? Sagt der Schotter, und worin ist Risiko? Sagt der eine ist Kannibalen. Jäger geht in den Wald, trifft da 3 Zwerge. Sagt er, was macht ihr denn hier?
Sagt er, wir arbeiten hier. So. Wer seid ihr denn? Sagt er, wir sind die sieben Zwerge. So, hör mal zu, ihr seid doch nur zu dritt. Ja, sagt er, eine, keine Leute. Ja, ich möchte mich also damit... Na und bitte, bitte, wir kommen ins Unendlich. Danke, danke. Ich würde sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal verbleibe ich hier. Kipps Asmussen. Viele Mädchen ja zum Lieben, aber heiraten nicht. Es ist ja so schwer, auseinander zu gehen, wenn die Hoffnung fährt auf ein Wiedersehen. Hallo Fans, seid fröhlich, lacht mal wieder, das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht. Man soll die Feste feiern, wie die Mädchen fallen. Aber nicht übermütig werden, nicht? Das Loch, auf dem ihr heute noch lustig pfeift, kann morgen schon euer letztes sein. Es ist nicht einfach in unserer heutigen Zeit, das weiß ich. Wir leben ja mit den drei großen F, Fernsehen, Filz, Pantoffel, Flaschenbier. Nicht? Und wenn wir ehrlich sind, im Fernsehen gibt es doch Sendungen, bei denen man seine eingeschlafenen Füße beneidet. Ist es nicht so? Also ich habe bei den Fernsehleuten immer so den Eindruck, als wären die noch nicht mal aufgeklärt. Also täglich zeigen sie uns, wie man Menschen umbringt, wie man welche macht. Das haben die uns noch nie gezeigt. Ist es nicht so? Nein, nein, nein. Sehen Sie, ich habe einen kinderreichen Bekannten, der hat so 12 bis 15 Kinder hatte etwa. Bei dem habe ich immer Angst zu fragen, was gibt's Neues? Ich weiß nicht. Nee? Ich traf kürzlich einen guten Freund und er erzählte mir mit strahlendem Gesicht, meine Frau erwartet ein Kind. Ich sag so, hast du schon jemanden in Verdacht? Nicht? Kürzlich traf ich ihn wieder und er sagte, sag, meine Frau mich verlassen hat, kann ich nicht mehr schlafen. Ich sag so, sehr hast du sie geliebt? Nee, sie hat mein Bett mitgenommen, du. Ich glaube, wir merken es schon so ein bisschen, das sind alles Themen aus dem Leben gegriffen. Und das soll der rote Faden sein. Dinge aus dem Leben gegriffen. Nicht, wie sich die beiden jungvermählten Frauen nach der Hochzeitsnacht treffen, sagt die eine, ich wusste gar nicht, dass man sich so amüsieren kann, ohne zu lachen. Nicht? Oder wie sich zwei andere Frauen treffen, sagt die eine, hör mal zu, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe so das Empfinden, du bist ein bisschen voller geworden. Sagt sie, was heißt hier voller? Ich bin im vierten Monat. Sagt sie, und wer ist der Vater? Ach, die kennst du alle nicht. Nee? Ja, Freunde, ich möchte mich aber trotzdem noch vorstellen. Heute, ich wurde in meiner Kindheit getauft auf den Namen Fips Asmussen. Geboren wurde ich zu Hause. Ja, meine Frau Mama kam erst ins Krankenhaus, als sie mich sah. Ich bin ja halb Barmbeker, halb Pöseldorfer. Barmbeker durch meine Mutter und Pöseldorfer durch einen guten Freund meines Vaters. Schon unsere Hebamme Mechtel Zangerle sagte damals, ich war vom ersten Augenblick an beliebt bei allen wie ein Kaktus am Nacktbadestrand. Also, ja, ich habe in meiner Kindheit so viel Grünzeug essen müssen, ich habe mich mit den Kaninchen geduzt, du. Das ist, ja. Bei mir geht ja alles übers Rückenmark, bedingte Reflexe, Leitmilieu geschädigt. Ich habe auch jetzt einen 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen beim Fernsehen, 24 Monatsraten in Farbe. Bekannt geworden bin ich durch meine Epoche machenden Schüttelreime. Zum Beispiel, ein Laubsägenbastler aus Zwolle, der baut seiner Frau eine Jolle.
Sie segelt aufs Meer, die Brandung war schwer, bei Borkum versank dann die Olle. Ne? Das sind eben Themen echt aus dem Leben gegriffen. Oder sehen Sie, ein Bekannter von mir, der ist so in dem Alter, von dem muss ich Ihnen erzählen, der ist so in dem Alter, wo einem das Gras schon aus der Hose wächst. Also der sieht so aus, als wäre ihm der Sargdeckel schon so ein paar Mal ins Gesicht gefallen. Sie kennen das. Ganz moderner Typ, der trägt eine Frisur, die würden andere sich nur in den Achselhöhlen leisten. Also ein ganz toller Typ. Ja, er lebt so nach dem Motto, lieber ein Zepter in der Hose als eine Krone im Mund. Also, Nee, und zerstreut ist der Bruder. Manchmal kommt er nach Hause, kneift seiner Frau in die Wange und sagt, na Kleiner, haben wir uns nicht schon irgendwo mal gesehen? Morgens nach dem Aufstehen, der ist so zerstreut, morgens nach dem Aufstehen küsst er immer die Wärmflasche und versucht anschließend den Dackel im Waschbecken zu entleeren. Also, ja, nee, der ist zerstreut. Und faul ist der Bursche. Der hat in seiner Hochzeitsnacht hat der auf ein Erdbeben gewartet. Also, okay. Und er hat eine ganz tolle Wohnung, das muss ich Ihnen erzählen, eine ganz tolle Wohnung, toll eingerichtet im Vampirstil, mit Gelsenkirchener Barock, wunderschön. Und ja, überall liegen echte Perverse, auf den Tischen so achtarmige Kadaver, die Wände, Makaroni getäfelt, wunderschön. Und gleich links, wenn man reinkommt, steht das Handtuch, nicht? Und ja, die Wohnung ist so klein, wenn die Sonne reinscheint, muss man rausgehen, das ist also unwahrscheinlich. Und den haben auch fließend warm und kalt Wasser von den Wänden. Und ja, die Wohnung ist so feucht, die fangen mit der Mausefalle Forellen da. Das ist ganz toll. Und ich traf ihn kürzlich bei einem gemütlichen Beisammensein der katholischen Briefträger anlässlich des diesjährigen Muttertages. Und er sagte zu mir, sag mal, wusstest du, dass Küssen blind macht? Sagte er, wieso denn das? Ja, ich habe gestern eine 18-Jährige geküsst, ich kann heute meine Frau nicht mehr sehen. Ich sag, hör mal zu, du warst früher so ein ausgehwilliger Fan und das war also doll und Kegel an, du kommst überhaupt nicht mehr, was ist los, warum nicht? Ach, sag doch, weißt du, du kennst doch meine Frau, jedes Mal, wenn ich losgehe, macht sie Trappel, macht sie Ärger. Weißt du, ich hab die Nase voll, ich gehe jetzt nach Hause von der Schicht, weißt du, Beine hoch, ne? Flasche Bier, Fernsehen, hab ich meinen häuslichen Frieden. Ich sag, du bist doch kein Kerl. Du musst mal zu Hause mit der Faust auf den Tisch hauen, beiß deiner Frau mal eine Beule in den Bart, mach mal was, zeig ihr mal, wer der Herr im Hause ist hier, das muss doch mal... 14 Tage später, wer kommt zum Kegel am R? Stolz wie ein Spanier, geschwellte Brust. Ich sag, na, hat's funktioniert? Hast du mal richtig? Oh, das ist überhaupt kein Ausdruck, muss ich dir erzählen. Das liegt einem Weltuntergang. Ich komm nach Hause. Tür, die knallte. Weißt du, ich Geschirr rausgerissen, mit der Faust auf den Tisch, du die Gardinen runtergerissen. Da war was. Ich sag, ja, prächtig. Und deine Frau, was hat sie gesagt? Sagt, da weiß ich nicht, die kommt morgens aus dem Urlaub. Und das ist auch sehr schön, er ist in so einer Holzgroßhandlung angestellt, das muss ich Ihnen unbedingt erzählen, und hatte dort also 25-jähriges Dienstjubiläum. Der Chef überreichte ein Präsent und sagte, herzlichen Glückwunsch, wir sind sehr stolz auf Sie. Sagt der Chef, einen Moment, darf ich Sie unter vier Augen sprechen? Ja, natürlich, was gibt's denn? Chef, ich muss Ihnen etwas gestehen, ich habe in den 25 Jahren jeden Tag solche Aktentasche voll Holz mit nach Hause genommen. Sagt er immer zu, ist ein großes Unternehmen, das ist doch lächerlich, so eine Akten. Der überlegt kurz und sagt, jeden Tag eine Aktentasche voll? Sie haben hier ja einen Waggon Holz geklaut. Der geht am nächsten Tag zum Pfarrer, sagt, ich möchte beichten. Ja, was gibt's denn, Bruder? Wissen Sie, ich bin in so einer Holzgroßhandlung, ich bin da 25 Jahre und ich habe da einen Waggon Holz geklaut, sagt der Pfarrer, Menschenskind, wie können Sie aus solchen Quatsch machen, Mensch, wenn Sie jeden Tag eine Aktentasche voll mitgenommen hätten, wäre das gar nicht aufgefallen. Ja, mit dem Bruder kann man schon was erleben. Und kürzlich wachte er auf im Krankenhaus aus einer Narkose. Er musste sich dort aufhalten, wachte auf und fing fürchterlich an zu schreien. Schwester, kommen Sie mal her hier. Was haben Sie mit mir gemacht? Psst. Sie brauchen absolute Ruhe, Sie sind schwer krank. Wir haben Ihnen einen Schlauch eingeführt, wir ernähren Sie rektal. Sagt der Schwester, haben Sie nicht noch einen Schlauch? Ja, wozu denn? Ich möchte Sie zum Essen einladen. Ja, und kürzlich
kam sie nach Hause mit dem Kochlöffel. Sagt er, du bist gut, kein Tropfen Alkohol im Haus und du kaufst Möbel. Du. Nicht? Das sind so... Ja! Nein, die führen eine... Nein, sie führen also tatsächlich eine sehr glückliche Ehe. Also, wie soll ich sagen, glückliche Ehe? Also, sie wirft ihm das Trinken vor, er das Essen nach, nicht? Das, nein. Ja, er sagt immer so schön, was Krupp in Essen, bin ich im Trinken. Sagt er immer so schön, nicht? Das ist aber schlimm, ne? Ich weiß. Nein, wirklich eine moderne Ehe, nicht? Also, sie ist glücklich, er ist verheiratet. Nicht? Und ja, sie ist eine Seele von Kamel. So ein richtiger Panzerkreuzer mit Plüschaugen. Nicht? Ja, die hat Augen wie Männerfüße. Groß, schwarz und feucht. Nicht? Ja, die ist so naiv, die hat 7 Jahre im Eros-Center gearbeitet, bis sie eines Tages merkte, dass sie anderen dafür Geld nehmen. Ja. Nein, aber wir sehen daran, Frauen sind verschieden. Meine lebt allerdings noch. Trotzdem wollen wir frohen Mutes in die Zukunft sehen. Ja, da hat einer jahrelang die Rechte studiert und dann doch die Falsche geheiratet. Ne? Er war Chemiker und sie suchte auch immer neue Verbindungen. Ne? Er war Jurist und sie konnte auch keinen hängen sehen. Ne? Ja, ja. Nein, Frauen sind etwas Herrliches, obwohl andere wieder sagen, Hauptsache, ich schlägt ein warmes Herz in der Hose. Nicht? Ist nicht so? Nee? Ja, da haben wir ein Thema wieder aufgegriffen. Heißes Eisen, ich weiß es. Kennt ihr die Übersetzung von Homosexualis? Rundstück warm. Nicht? Muss ich euch erzählen, da stehen zwei Süße stehen vor einem Juweliergeschäft. Also, die Süßen, die mit anderen Feldposten nochmal, ihr kennt die Jungs, die von beiden Seiten befahrbar sind. Nicht? Nee. Sagt der eine, siehst du dort die Kette? Ich finde sie tot, schenkst du mir die Kette? Sagt er, nein, du bekommst die Kette nicht. Sagt er, bitte, bitte, schenk mir die Kette. Nein, du bekommst die Kette nicht. Sagt er, bitte, bitte, ich finde sie so schick. Naja, meinetwegen, aber dann bekommst du nicht zum Muttertag. Ja, oder Sie müssen sich vorstellen, ein schwuler Schäfer aus Schottland kommt morgens aus seinem Kästchen und fängt an, seine Schafe zu zählen und sagt, hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, good morning, darling, 9, 10, 11. Na? Kinder, pass mal auf. Pass mal auf, oder Sie müssen sich vorstellen, auf einer Kreuzung war die Ampel ausgefallen, ein Wachmeister stand oben auf seinem Podest in strammer Haltung und regelte den Verkehr. Sie kennen das so, nicht? Und ganz toll, unwahrscheinlich. Und da kam einer angeradelt auf seinem Fahrrad, so blödes Hemd, beige Hose. Rote Socken, grüne Schuhe, gelber Schal, besonders weicher Tritt. Und da kam so angeradelt und da oben, der regelte den Verkehr und da kommt der schon wieder angeradelt. Und der Regel, da kommt der schon wieder an, sagt der Wachmeister plötzlich, hey Sie, mit dem Fahrrad, kommen Sie mal her hier. Ach, sagt er, hast du mich schon bemerkt, du Schmucker Schupo? Ja. Oder Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen sich vorstellen, in einem vornehmen... Also eine Lache da hinten. Also, kann man nur mit Gummistiefeln durch, oder? Nein. Sie müssen sich vorstellen, in einem vornehmen Club in London sitzt ein vornehmer Herr und liest die Zeitung. Der Ober kommt, eine Majestät von Ober, rot befrackt, weißes Haar. Und er lässt unauffällig im Vorbeigehen ein gehämmertes Stück Papier mit dem Wappen des Sauses auf den Tisch dieses Herrn gleiten. Der Herr nimmt dieses Stück Papier und liest Folgendes. Dear Sir, werter Gast, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre Hose nicht ganz korrekt geschlossen ist? Ich werde mich jetzt in die äußerste Ecke unseres Etablissements begeben und werde dort ein Tablett mit erlesenen Getränken ungern fallen lassen. Logischerweise wird sich dann die Aufmerksamkeit der Gäste auf mich richten. Sie haben dann die Chance, alles zu korrigieren. P.S. I love you. Oder bei der Bundeswehr. Hm? Der Ober schreitet die Kompanie ab und sagt plötzlich, hey Sie, sind Sie eigentlich Männchen oder Weibchen? Ach, sagt er, an sich Männchen, aber nicht fanatisch. Nicht. Nee? Nein,
Apropos Bundeswehr, da gibt es ja herrliche Themen. Der Oberst geht über Kasernenhof und sagt plötzlich, hey Sie, Gefreiter Müller, warum grüßen Sie nicht? Sagt er, entschuldigen Sie, Herr Oberst, von wem? Sagt er, wissen Sie nicht, wer ich bin? Sehen Sie nicht meine drei Sterne? Ach, guten Tag, Herr Hennessy. Nächsten Tag treffen sich die beiden wieder. Sagt der Gefreiter Müller, warum grüßen Sie heute nicht? Ach, Herr Oberst, ich hab gedacht, Sie wären mir noch böse wegen gestern. Nee? Zum anderen sagt er beim Abschreiten der Kompanie, hey Sie, Sie sehen ja aus wie der schiefe Turm von Pisa. Woher sind Sie denn? Aus Baden-Baden, Herr Oberst. Um Gottes Willen, stottern tut er auch noch, Mensch. Nee, zum anderen sagt der Gefreiter Müller, Frage an Sie, wozu ist die Bundeswehr da? Sagt der Oberst, die Bundeswehr ist dazu da, den Feind an der Grenze so lange aufzuhalten, bis richtiges Militär kommt. Aber wir merken es immer wieder, es sind tatsächlich Geschichten aus dem Leben gegriffen. Und man kann solche Sachen erleben, ich betone es immer wieder, ich sage es immer wieder, man muss die Ohren aufmachen, die Augen aufmachen. Machen Sie die Augen auf? Nur Leichenbeschauer dürfen mal beide Augen zudrücken. Ja, schwarzer Humor, ich weiß es. Ich liebe schwarzen Humor, mein Großvater war Schornsteinfeger. Ich liebe schwarzen Humor. Und ja, das ist wirklich wahr. Das war schlimm, ich weiß es. Aber schwarzer Humor, zum Beispiel auf dem Friedhof. Der Friedhofsgärtner trifft einen alten Mann auf dem Friedhof. Sagt er, wie alt sind Sie denn? Ich bin 104 Jahre alt. Um Gottes Willen, das lohnt ja gar nicht nach Hause zu gehen. Oder da kommt eine Frau in ein Beerdigungsinstitut. Da kommt eine Frau in ein Beerdigungsinstitut und sagt, ich hätte gern für die Asche meines verstorbenen Gatten eine Urne, aber möglichst aus Glas. Wissen Sie, er guckte damals schon so gern aus dem Fenster. Nicht? Eine andere kam rein und sagt, ich hätte gern für meinen verstorbenen Gatten ein Totenhemd. Das können Sie mir da bieten. Ja, sagt er, haben wir zwei Preislagen, eins für 8 Mark, eins für 10. Sagt er, was ist der Unterschied? Ja, das für 10 Mark ist bügelfrei. Oder denken Sie an die herrliche Geschichte, wie zwei Delinquenten in der Zelle sitzen, kurz vor der Hinrichtung. Sagt der eine zum anderen, was haben wir heute für einen Tag? Montag. Oh, sagt er, die Woche fängt ja doll an. Der Pfarrer kommt und sagt, Bruder, links, gleich bist du dran, mach dich langsam fertig. Aber es ist hier bei uns so üblich, ich möchte mit dir ein Wort wechseln, so von Mensch zu Mensch. Da sagt der Delinquent, Herr Pfarrer, das können Sie sich sparen, ich spreche hier mit Ihrem Chef persönlich oben. Sagt der Pfarrer, wie ist es denn mit einer Tasse Kaffee vorher? Ja, sagt er, gern, aber ohne Zucker. Ich weiß nicht, ich bin Diabetiker. Nee? Die machen sich auf den Weg zum Schafott, es gießt in Strömen. Der Pfarrer hält den Schirm, sagt der Delinquent, ein Sauwetter, der Herr Pfarrer, was? Ja, sagt er, Sie haben das gut, Sie müssen nur hin, ich muss noch zurück. Nee? Die gehen diese Holztreppe zum Schafott rauf, es regnet glitschig, sagt der Delinquent, gefährlich, nicht? Hier kann man sich ja das Genick brechen, nicht? Oben wartet schon der Henker mit zitternden Händen, sagt der Delinquent, was ist denn mit Ihnen los? Ja, sagt er, das ist meine erste Hinrichtung. Ja, dachten Sie meine nicht? Nicht? Der legt seinen Kopf in diese Mulde, Sie kennen ja sicherlich noch diese alten Apparate von früher, nicht? Nicht? Die Menge hat sich versammelt, er entdeckt unten seine Frau und sagt, du bist auch immer dabei, wenn es was umsonst gibt, was? Nicht, das Fallbeil kommt von oben runter gerauscht. Sagt der Delinquent zum Henker, bin ich jetzt tot? Ja, sagt er, nicken Sie mal. Das ist, nee, das ist schwarzer Humor. Oder müssen Sie sich vorstellen, zwei Jäger gehen auf die Yacht. Im Getümmel schießt der eine Jäger dem anderen ein Auge aus. Sagt er, du, mach das gar nicht normal, dann gucke ich ihn nicht mehr an, du. Nee? Oder pass auf, wir wollen ein bisschen beim Thema bleiben. Da sagt der eine zum anderen, pass auf, ich habe einen neuen Job in Afrika. Sagt er, was bist du? Affenkastrierer. Sagt er, was denn das? Sagt er, kannst mitkommen, ich brauche noch einen Assistenten. Sagt er, ich komme mit, was muss ich machen? Sagt er, ganz einfach. Christian, die eine Hand ein Gewehr, andere Hand einen scharfen Wolf und an die Leine, stellt sich unter so einen Affenbrotbaum, wie die Dinge heißen. Ich krabbel rauf, schüttel die Affenballen runter, du lässt den Hund los, da beißt den Affen unten alles weg.
Sagt der Mensch, das ist ja ganz einfach, aber eine andere Frage, wozu brauche ich das Gewehr? Ja, sagt er, wenn ich runterfalle, dann muss ich den Hund erschießen. Ja. Oder geht die Mutti mit dem Kleinsten im Hauptbahnhof spazieren, geht plötzlich an so einen Fahrkartenschalter und sagt zu dem Beamten, der dort hinter sitzt, entschuldigen Sie, mein Herr, wann geht wohl der nächste Zug nach Telse? Da setzt er seine Nickelbrille aus, holt sein dickes Buch und sagt, Telse? Telse, 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 8:21 Uhr. Sagt sie, Dankeschön. Es vergehen ein paar Minuten, kommt sie wieder mit dem Kleinen. Entschuldigen Sie, wann geht wohl der nächste Zug nach Telse? Da setzt er wieder seine Nickelbrille auf, holt sein schlaues Buch und sagt, Telse. Telse, 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 8:21 Uhr. Sagt sie, Dankeschön, verschwindet wieder, kommt nach ein paar Minuten, sagt wieder, entschuldigen Sie, der nächste Zug nach Telse, wann geht der wohl? Das ist Telse, 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 Sie waren doch schon zweimal hier. Ja, sagt sie, mein Kleiner hört Sie so gern reden. Ja, Freunde, oder die schöne Geschichte, sagt der eine zum anderen, hör mal zu, ich hab dich doch auf so eine Anti-Stotter-Schule geschickt. Hat das was genützt? Hast du was gelernt? Hat das was eingebracht? Wie sprichst du jetzt? Hat es was genützt? Sagt er, ja. Erzähl, was hast du gelernt? Die Glocke. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellen seid zur Hand. Sagt der Mensch, Kind, du sprichst ja ganz fließend, ohne anzustoßen. Das ist ja ganz toll. Ja, ne, prima, ne, aber wann braucht man das schon? Kinder, seid fröhlich. Ich muss es immer wieder sagen, bewegt euch, geht mal wieder aus. Auch wenn man die Hände in den Schoß legt, braucht man nicht untätig zu sein. Deshalb sage ich, trimm dich fit. Nicht? Lauf mal wieder Amok. Trampel mal wieder auf den Nerven anderer herum, so nach dem Motto, aus deutschen Landen frisch auf den Wecker fallen. Macht doch mal, ja. Oder machen Sie mal Ferien. Lassen Sie sich mal von den Reisebüros verhummeln. Ja. Verleben Sie mal Ihren Urlaub mal in vollen Zügen. Fahren Sie mal mit der Bahn. Es gibt heute schon Pärchen, die verleben ihre Hochzeitsnacht im Liegewagen. Die Bundesbahn spricht dann von einer echten Zuchtnummer. Sehen Sie, ich hab mal einen Urlaub in der karibischen See verbracht, auf einer kleinen Insel, und kam mit einem Einheimischen so ein bisschen ins Gespräch und fragte ihn, sagen Sie mal, mir fällt auf, Sie haben gar keine Uhren auf dieser Insel. Sagte, Uhren brauchen wir nicht. Ich sag, wieso denn das nicht? Dafür haben wir unsere Wasserklosetts. Wissen Sie, auf dem Markt spricht sich eine Tonne, da werden jeden Vormittag die Eimer geleert, nicht? Und wenn die Tonne voll ist, ist es 12 Uhr mittags. Ich sage, Sie mal zu, und die Zeit stimmt immer nur einmal im Jahr, wenn die Pfirsichernte ist, dann gehen Sie 2 Stunden vor, du. Nicht? Und dann habe ich mal einen Urlaub verbracht auf Sylt, Westerland. Da stand einer an der Strandpromenade. Ich sage, was starren Sie denn so in die Brandung? Sagt er, ich warte auf die Pornowelle von Dänemark. Nicht? Und diesen Urlaub wollte ich dann aber doch mit meiner mir zugemuteten anderen Hälfte verbringen. Natürlich nicht in Paris. Also mit der eigenen Frau nach Paris fahren, das ist ja genauso, als wenn man mit einer Flasche Bier in die Kneipe geht. Was ist so? Ja, Paris ist ja die Stadt der Liebe. Bekannter sagte zu mir, ich fahre nächste Woche nach Paris. Ich sage, du nach Paris, du kannst auch kein Wort Französisch. Oh yes. Ich sage, oh yes, Mensch, das ist doch Englisch. Was, sagt er, Englisch kann ich auch? Nee?
Aber Freunde, selbst wenn man kein Französisch kann, braucht man nicht gleich die Harpune ins Seegras zu schmeißen. Sehen Sie, wie sagte schon Kokain, der Bruder von Abel? Das Ei des Kolumbus ist auch nicht an einem Tag vom Himmel gefallen. Sehen Sie, ich war kürzlich in Paris mit meinem Club. Ich bin in so einem Club, der heißt die Wandervögel. Da gibt es zwei Gruppen, die einen wandern, ich bin bei der anderen Gruppe. Wir waren also nach Paris. Es waren herrliche Tage in Paris. Also gleich als wir ankamen, haben wir einen Schoppen Kakao im Louvre getrunken. Ja, die Kneipen muss man da unten kennen. Man muss ja auf dem Laufenden sein. Und dann saßen wir so in den Nachmittagsstunden so am Champs Négligé. Sie kennen diese Ecke. Am Place de la Confuse. Wunderschön. So von fern klang das Glockenspiel des Eiffelturms herüber. Es war also wunderschön. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ich denke, da beißt dich doch der Zeisig, rollt so eine gut gebaute Gelegenheit auf mich zu, mit onduliertem Gang, kniefrei bis zum Ohrring, die prallen Reklamehügel auf Angriff getrimmt, so nach dem Motto, mach Gevatter, wir essen zeitig, die Nacht ist die Mutter der Sünde. Das war keine Protestantin, das war eine Prostituierte. So eine ausgewachsene Asphaltdrossel. Sie wissen, was eine Asphaltdrossel ist? Das ist eine Asphaltdrossel ist ein Mädchen, das genauso viele unsichtbare Fingerabdrücke hat wie ein 10-Mark-Schein. Nee? Und ja, und unter ihren Wimpern heraus traf mich eine stahlharte Optik. Also das war ein Blick, wie soll ich sagen, das war ein Blick wie in anderer Leute Hose. Also ganz, ganz schlimm. Und ich hoch, wie von der Tante Ella gestochen. Und sagte mit einem frivolen Stich ins Pikante, ah, oh, Mademoiselle, si vous pleite. Oh, sagt die Allemang. Ich sei nicht allein, die anderen warten so lange. Und dann sagte sie, chérie, chérie, wir machen l'amour, wir machen Liebesspiele. Ich sage, ich verbitte mir diese Extremitäten. Chérie, wir machen Kuckucksspiel. Ich sag, was für ein Spiel? Kuckucksspiel. Ich sag, das kenne ich nicht, das spielen wir. Chérie, du müssen wissen, wenn ich rufe ein Kuckuck, du werf ein Kleidungsstück zu mir herüber. Wenn du rufe ein Kuckuck, ich werf ein Kleidungsstück zu dir herüber. Na, ich bin da ein kleiner Dösbattel, nicht? Das hatte ich sofort begriffen. Und wir rauf in ihr Hotelzimmer, in ihre Keimzelle. Sie stellte so zwischen uns so eine spanische Wand, nicht? Und schon ging das los, nicht? Kuckuck hier, Kuckuck da, die Fetzen flogen, meine Schießer ihre Slockies, weißt du, das Ding. Und plötzlich stand ich da, barfuß bis zum Hals, ich hatte nur so ein kleines Watte im Ohr, nicht? Und rief, Kuckuck, nichts passierte. Ich sag, Kuckuck, nichts. Ich guck um die Wand rum, da war die Kleine verschwunden mitsamt meinen Klamotten. Ja, warte mal ruhig, warte mal ruhig. Und ich im fremden Hotelzimmer, nackt im fremden Hotelzimmer, ich so... Blossoms aspiration, a floral dance through the sunlight's waltz, where dreams enhance in the symphony of blooms, where echoes play a serenade of yearning in the flowers' ray. Must God's courage, where dreams take flight, blossoms aspiration, a soft daylight, each petal unfurls a silent vow. Garden's gorse, where desires dry. Who do kiss the whispers where fantasies dream? Blossoms aspiration, a floral dream. In the garden's gallery, where desires sway, melody lingers. War aus, als hätte mich eine alte Frau vom Nachttopf geschubst, also... Ja, unwahrscheinlich. Ich stand da und ich denke, oh, du dicke Tante, was nun machen? Nee, ich, Bruder von Methusalem, sagte ich zu mir, lass deine kleinen grauen Zellen mal arbeiten. Nee? Und ich gucke aus dem Fenster, gingen unten fünf Buddhisten vorbei, alle mit dem weißen Umhang im Gebet versunken. Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Bettlaken um, runter am Portier vorbei, will mich gerade in die Kolonne einreihen, da dreht der Letzte sich um und sagt, na, auch Kuckuck gespielt. Ja, Freunde, Paris ist eine Reise wert, kann man da nur sagen. Ne? Aber wie gesagt, mit der eigenen Frau bin ich dann doch in den sonnigen Süden gefahren. In den sonnigen Süden nach Italien, in das Land der deutschen Frauen.
Und ja, wir hatten ein sehr blumiges Angebot von Fleurop. Ja, wir reisen sehr gern mit Fleurop und Italien ist ja schön, die haben ein Klima da. Und fahren Sie mal nach Italien. Machen Sie mal eine schöne Wanderung, so mit der Pizza im Rucksack über die Parmesanfelder. Hm? Nehmen Sie vielleicht so ein kleines Sonnenbad am Lido von Venedig. Machen anschließend eine kleine Gondelfahrt durch die Latrinen. Ne? Ja, also wir waren nicht in Venedig, wir waren in Pommes frites oder in Fluenza. Das liegt dabei, kann es. Kann es warm sein, kann es kalt sein. Sie kennen diese Ecke? Sehr schön. Und wir kommen an die Rezeption in unserem Hotel. Ich sage, ich hätte gern ein Doppelbett mit etwas Zimmer drumherum. Sagt er, mit Bad? Ich sage, wieso bin ich keine Forelle, Mensch? Sagt er, sind Sie verheiratet? Ich sage, natürlich, alle beide. Ich sage, wie sind die Preise bei Ihnen? Sagt er, 5 Mark und 8 Mark. Ich sage, was ist da ein Unterschied? Ja, sagt er, im Zimmer für 8 Mark stehen Mausefallen. Ja, aber ein ganz vornehmer Laden. Wir ließen unsere Koffer nach oben bringen, hörten oben im Zimmer gleich ein kleines Geräusch. Ich sage, das sind bestimmt Ihre Mäuse. Nein, das ist Ihr Nachbar, der isst gerade Knäckebrot zum Frühstück. Nicht? Ja, vom Balkon hatten wir einen herrlichen Blick so über die Zuckerraffinerien und die Landebahn der Düsenklippers. War also wunderschön, genau wie es im Prospekt stand. Also sehr schön. Und im Schlafzimmer stand noch eine Blumenvase. Ich sage, was soll denn der Quatsch hier, Blumenvase im Schlafzimmer? Ja, sagt er, ich habe gedacht, damit wenigstens etwas im Schlafzimmer steht. Und wir haben also sehr schön geschlafen. Es war eine ruhige Nacht und es war also wunderschön. Morgens wurden wir sehr zart geweckt über Lautsprecher von einer Damenstimme. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, nun wieder auf Ihre eigenen Zimmer zu gehen? Nicht? Halbe Stunde später die gleiche Stimme. Meine Herrschaften, darf ich Sie bitten, die Laken rauszuhängen? Wir wollen die Kaffeetische decken. Nicht? Wir gingen raus. Nicht? Wir hatten am Abend unsere Schuhe so vor die Tür gestellt. Das macht man ja in vornehmen Häusern. Die standen genauso schmutzig da, wie wir sie hingestellt hatten. Ich sag zur Direktion, es ist doch keine Art und Weise, die Schuhe stehen genauso da, wie sie hingestellt haben. Ja, bei uns ist noch nie was geklaut worden. Ne? Ich sag sonst aber wunderbarer Service bei Ihnen. Zum Beispiel die Waschlappen am Becken, eingesteckt G und A. Man weiß sofort, wofür sie zu verwenden sind. Sagt er, hoffentlich haben Sie es richtig gemacht. Ich sag, natürlich steht da drauf, G, Gesicht, A, alles klar. Nein, sagt er, umgekehrt, A, Antlitz und G, Gesäß. Ja, und dann gingen wir zum Frühstücken und schon ungleich ein Schild, warme Speisen im ersten Stock. Ich sage, Herr Ober, wo speisen denn die Normalen hier bei Ihnen? Wir haben allerdings sehr schön gefrühstückt, Pommes de Bordel, kennen Sie diese Kartoffelpuffer oder Beef de Match, kennen Sie Frikadellen, nicht? Und da kam auch ein kleiner Klacks Honig mit auf den Tisch. Ich sag, ach, eine Biene halten Sie auch? Und dann kam die Rechnung. Ich sag, ist da ein Grundstück mit drin oder was? Nee? Aber, Freunde, warum in die Ferne schweifen? Fegen Sie doch mal vor der eigenen Tür. Wenn wir ehrlich sind, wir erleben ja zurzeit eine Inflation der Gefühle unterhalb der Gürtellinie, wenn wir ehrlich sind. Ne? Und man muss nicht unbedingt dagegen sein. Ich sage immer, eine gesunde Verdorbenheit ist besser als eine verdorbene Gesundheit. Nein, nein, pass auf. Es ist doch wahr. Sehen Sie, ich ging kürzlich in eine Buchhandlung, nicht? Und sagte zur Verkäuferin, ich hätte gern ein Buch so ohne Sex, wissen Sie, ohne Klamauk, ohne Perversion. Haben Sie da irgendetwas? Ja, den Fahrplan der Bundesbahn. Das ist... Ja, und da kam einer rein und sagt, Fräulein, ich hätte gern das Buch Die Unschuld. Haben Sie das noch? Das weiß ich nicht, muss ich meinen Chef mal fragen, der ist gerade hinten. Chef, haben Sie hinten noch Die Unschuld? Ja, wenn Sie sie vorne nicht mehr haben, ich habe sie hinten schon lange nicht mehr. Du. Nee? Ja, aber wir brauchen doch nur mal, das passt an unsere Zeit, wenn wir nur mal den Anzeigenteil unserer Tageszeitung aufschlagen. Nicht da? Bieten doch Masseusen, Fotomodelle, ne? Bieten doch spaltenbreit ihre Dienste an. Ist es nicht so? Ja. Haben Sie die Anzeige gelesen? Dame mit großem Balkon sucht Herren mit Gartenkenntnissen und Gießkanne. Oder die andere Anzeige war auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob Sie die gelesen haben. Ich tausche harten Stuhl gegen weichen Sessel. Nicht? Oder wie gesagt, ich mache es sehr gern, man muss ja überall dabei sein, ich gehe sehr gern ins Kino. Ich war jetzt in meinem Puschenkino,
Da gab es einen Film der United Dilettantes Corporation, war also sehr schön, stand groß dran draußen, das Hemd der Jungfrau wegen des großen Erfolges verlängert. Und vor dem Kino, da standen so zwei Teenager, sagt die eine, ich kann leider nicht mit rein, der Film ist erst ab 18 zugelassen und außerdem habe ich niemanden, der auf mein Baby aufpasst. Ja, ja. Leute, mit Pille wäre das nicht passiert, ne? Ich bin ja also für die Pille. Sie ist das einzige Mittel, die Jugendkriminalität schon im Keim zu ersticken. Nicht? Ist ja. Ne? Kennt ihr das Gegenteil der Anti-Baby-Pille? Fruchtdrops. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt vor kurzem gelesen habt, da haben die eine Apotheke ausgeraubt. Sämtliche Lagerbestände, bis auf die Haarshampoos und die Antibabypillen. Und die Polizei sucht jetzt nach einem glatzköpfigen Katholiken. Oder? Nee, und wir müssen mal ins Kino zurückgehen. Und vor dem Hauptfilm laufen ja dann, und das finde ich immer so interessant, diese Werbefilme so. Bauknecht, der Weißmacher für ganz nahe Momente, weiß, was grüne Witwen wünschen. Grüne Witwen halten sich länger grün, wenn sie zweimal täglich in Chlorophyll baden. Oh. Nee, oder Fußpilz, der Edelpilz für den verwöhnten Gaumen. Nicht? Oder diese Spirituosen, diese Whisky-Werbung, kennen Sie doch. Lieber blond und eng statt black and white. Nicht? Oder was? Oder Sex allein, das neuartige Schönheitsbalsam, stärkt die Hängenden, hebt die Gefallenen und gibt dem Po eine gesunde Gesichtsfarbe. Nicht? Ich habe zum Beispiel jetzt an einem Schönheitssalon ein Schild gelesen. Ja, ich habe an einem Schönheitssalon ein Schild gelesen. Meine Herren, sprechen Sie keine Dame an, die dieses Haus verlässt. Es könnte Ihre Großmutter sein. Nicht? Ja, es ist also tatsächlich was dran. Wer denkt zum Beispiel heute noch an die Ehe außer den Priestern? Nee. Es gibt heute schon Pärchen, die heiraten nur, weil ihnen die Hochzeitsnacht so gut gefallen hat. Nicht? Nee? Selbst ein Dreiecksverhältnis ist heute etwas ganz Normales. Wissen Sie, was ein Dreiecksverhältnis ist? Also, wie soll ich sagen, also wenn der Ehemann sich in den Jugendfreund seiner Frau verliebt. Sehen Sie, Bekannter sagte jetzt zu mir, meine Frau will sich scheiden lassen wegen seelischer Grausamkeit. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Jeden Morgen bringe ich ihr den Kaffee ans Bett, sie braucht ihn nur noch zu malen. Nee? Ja, ja. Bitte, wie sagte schon Fellini, der Erfinder des Pelzmantels? Morgenstund ist aller Laster Anfang. Ist es nicht so? Sehen Sie, ich fange zum Beispiel morgens nie etwas mit meiner Frau an. Erstens ist das schädlich für die Stimme, zweitens ist gut für die Gesundheit und drittens weiß man nie, wen man nachmittags noch trifft. Nicht? Es gibt heute Hungerkünstler, die haben Mitesser. Nicht? Heute reden alle von Karies, nur die Mundfaulen nicht. Ich kenne zum Beispiel einen Koch, der lacht beim Zwiebelschneiden. Ich kenne eine kalte Mamsell, die trägt bei der Arbeit heiße Höschen, obwohl der Koch warm ist. Ist es nicht eine verrückte Zeit? Nee, da kommt zum Beispiel ein Feuerwehrmann auf seine Sparkasse und sagt, ich möchte gern mein Konto löschen. Es ist schlimm. Und alles wird teurer. Alles, sogar das Rasieren. Sagt mein Friseur, ist doch kein Wunder. Bei den ewig steigenden Preisen kriegen die Leute auch immer längere Gesichter. Nee? Ja, das Einzige, was nicht teurer geworden ist, das Freibier. Das wissen wir. Das Einzige. Nee, ich kenne zum Beispiel Bekannte, die sind so arm, bei denen kommen die Mäuse mit verheulten Augen aus dem Kühlschrank. Es gibt heute Ehefrauen, die vergiften ihre Männer nur, weil sie kein Geld für die Scheidung haben. Nee? Ein Bekannter von mir ist jetzt splitternackt zum Finanzamt gegangen. Hat gedacht, so können sie dir wenigstens nichts wegnehmen. Irrtum. Der kam wieder raus, vorn und hinten eine Siegelmarke stand drauf, Gas und Wasser abgestellt. Sehen Sie, so verrückt ist unsere Zeit. Oder denken Sie an die beiden Pfarrer,
Die beiden Pfarrer in Castrop-Rauxel. Sie kennen Castrop-Rauxel, das ist also, soll ich Ihnen sagen, also wenn man da niest, fallen einem jedes Mal zwei Briketts aus der Nase. Sie kennen das. Also zwei Pfarrer in Castrop-Rauxel läuten die Dunstglocke. Plötzlich sagt der eine, nichts mehr los, keine Beerdigung, keine Hochzeit. Nee, sagt der andere, wenn ich nicht bis um das Volk gehen würde, hätten wir auch keine Taufen mehr. Nein, da kommt einer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Ja, warum denn nicht? Ich bin blind. Kommt einer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, sind Karpfen gesund? Ja, bei mir war noch keiner in Behandlung. Ist das nicht schlimm? Ja, ist ja was dran. Machen Sie mal einen schönen Nachmittag. Gehen Sie mal zum Arzt. Ich war bei meinem Hausarzt. Mein Hausarzt ist eine Kanone. Sagt er, was fehlt Ihnen denn? Ja, ich habe jeden Morgen um 6:30 Stuhlgang. Ja, so eine wunderbare Sache. Wer hat das denn noch? Ja, ich wach da erst um 8 auf. Sagt er, was fehlt Ihnen sonst? Ja, Herr Doktor, ich hab's so ein bisschen mit der Galle. Oh, sagt er, das ist bitter. Ja, sagt er, dann ziehen Sie sich mal langsam aus. Ich sage, Herr Doktor, Sie glauben mir wohl nicht, was? Habe ich mich also ganz langsam entblättert. Der Doktor rümpfte gleich die Nase. Sag, mein lieber Freund, Sie sollten mal ein Bad nehmen. Ich sage, Herr Doktor, ich bade täglich, dann sollen Sie mal das Wasser wechseln. Nicht? Also man muss mal zum Arzt gehen, um solche Sachen zu erleben. Oder das ist also schön. Nicht? Wenn man braucht ja gar nicht weit zu gehen. Man geht um die Ecke in seine Stammkneipe. Nicht? Man geht da rein. Ich mir meine Stammkneipe, ich komme rein. Da ruft der Wirt mir gleich einen. Fips, sagt er, du hast noch 10 Bier stehen. Ich sage, kipp sie weg, die schmecken noch nicht mehr. Nicht? Und da saß einer am Tresen, nicht? Der war voll, der war so richtig auf so eine Dornkartmine getreten, ihr kennt das, nicht? Er war voll, nicht? Und neben ihm stand so ein Jägersmann mit seinem Pinsel am Hut und seinem Aser über, nicht? Und dann sagte er so, na, Jägersmann, was geschossen? Sagt er, natürlich ein Achter. Mit Steuermann? Nee, ein anderer kam stinkvoll rein. Herr Wirt, Herr, wir haben Bier. Sagt er, Sie kriegen nicht mehr zu saufen, Sie haben ja einen Hängen. Oder diese harte Bedingung hier. Und das ist noch so eine Kneipe, das muss ich... Das ist noch so eine von diesen alten Kneipen, so mit der Drehtür. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Dinger noch kennt. Ganz toll, und da kam so einer kurz vor Feierabend, kamen wir also rein. Moin, Herr, wir haben Bier. Sagt er, Sie kriegen es mehr zu hin, Sie sind voll wie eine Hacke. Außerdem haben wir Feierabend, also ganz schnell raus. Bitteschön, kann für mein Geld auch woanders saufen. Wiedersehen, wiedersehen. Wieder rein, moin, Herr, wir haben Bier. Sagt er, ich habe dir eben schon mal gesagt, Sie sind voll wie eine Hacke. Und außerdem haben wir Feierabend, also ganz schnell raus. Wiedersehen. Kaffee, Weigel, auch woanders saufen. Ich sehe, wie rein. Moin, hier wir haben Bier. So, da wird jetzt Platz mit leichter Kragen. Ich habe Ihnen schon 2-3 Mal gesagt, Sie sind voll wie eine Hacke und wir haben Feierabend, also raus. Da guckt er den Wirt von oben bis unten an und sagt, sagen Sie mal, gehören Ihnen hier alle Kneipen mit gegen? Nicht? Und einer war voll, wie er war, setzte sich natürlich hinter den Feuilleton seines Wagens, nicht? Und fuhr also los auf der nächsten Kreuzung, wird er angehalten, sagt der Wachmeister, Mensch, das Kind noch mal, haben Sie die Pfeile nicht gesehen? Wieso, Herr Wachmeister, sind Sie Indianer, oder? Nicht? Ein anderer Unfall auf der Kreuzung, aus einem Wagen stiegen 4 Herren aus, alle stinkbesoffen. Sagt der Wachmeister, na, meine Herren, ganz ehrlich, er hat am Steuer gesessen. Sagt der eine, Herr Wachmeister, was ist das Komische? Wir haben alle 4 hinten gesessen. Freunde! Sie werden jetzt sehr überrascht sein. Ich mache jetzt in Kölnisch Wasser. Ich verdufte. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal als Ihr Quasselfilou von der Wasserkante Fips Asmussen. Tschüss!
Also danke, genügt ja. Das ist aber ein stürmischer Empfang hier heute Abend. Meine Güte, ich habe schon gedacht, ich bin hier der Einzige, den ich kenne heute Abend. Zwei Jungfrauen sollen hier sein heute Abend, habe ich mir sagen lassen. Eine sucht die andere. Und einige Herren sehe ich mit den eigenen Frauen. Einige haben das zweite Programm dabei. Ihr Bratkartoffelverhältnis. Das sind ja Sachen, Kinder, das merkt man doch schon beim Reinkommen, wenn die Leute reinkommen. Nicht? Tür geht auf, wer kommt rein? Er. Nicht? Tür knallt zu, gegen was? Das ist sie. Nicht? Nicht? Aha, der, nicht? Aha, der Alte hat die eigene dabei. Nicht? Das ist, ja. Kibbel, ich traf eben hier vor der Tür einen alten Schulfreund. Ich sag, na du, sagt er, wieso immer ich? Ich sag, du hast doch eine eingedrückte Nase, warst du mal Boxer? Sagt er, nee, Fensterputzer im Eros-Center. Da ist der eines Tages vom Gerüst gefallen, hat ein Kollege von oben gerufen, hast du was gebrochen? Sagt er, nee, nur ein bisschen Kartoffelsalat. Pass auf, und das ist ein verrücktes Huhn, kann ich euch sagen. Der geht zu Hause immer rückwärts aufs Klo, also, ja, da kann man mit seinen großen Füßen so schlecht wenden. Und ich sag, du hast ja ein Loch in der Hose, sagt er, das macht nichts, mit Benzin geht das wieder raus. Der ist verrückt. Sagt er zu mir, warst du mal im Zweiten Weltkrieg? Ich sag, nee, sagt er, da musst du mal hingehen, da ist aber Stimmung. Kinder, der Typ, pass auf, wir sind ganz unter uns, das muss ich erzählen, der Typ hat in seinem Leben so viel hinter sich, der hat alle Berufe durch, der hat so viel geleistet, sogar den Offenbarungseid. Also ehrlich, da war mal, alle Berufe hat er durch, da war mal Vorarbeiter bei den Erwerbslosen eine Zeit lang. Dann war er angestellt in der Baumschule als Trauerweide, nicht? Und war eine Zeit lang Frikadellenknete an einem vegetarischen Restaurant. Nicht? Alles gemacht, ehrlich. Hausbesorger in einem Mädchenpensionat ist er gewesen eine Zeit lang, ja. Hat früher immer so schön gesagt, wenn ich mal groß bin, möchte ich Lilliputaner werden. Was ist er geworden? Testfahrer beim Matchbox. Nicht? Also, komm mal. Ich sag vorhin noch so schön zu ihm, ich sag, du siehst fürchterlich geschafft aus. Ja, sagt, ich hab mit meiner Frau heute Nachmittag Tischtennis gespielt, das war eine Raserei. Ich sag, hör mal zu, das ist ein ganz ruhiges Spiel. Ja, wir hatten nur einen Schläger. Pass auf, da hat das bei denen zu Hause an der Tür geklingelt. Sie macht auf und sagt, was wollen Sie? Sagt er, ich soll Ihr Klavier abholen. Sagt sie, Sie haben doch nur einen Arm. Sagt er, wieso haben Sie zwei Klaviere? Da hat sie mal zu der Nachbarin gesagt, was ist Ihr Mann denn von Beruf? Sagt sie, der ist Lotse. Lotse, was ist das denn? Ja, der bringt immer die Schiffe raus. Komisch, das macht bei uns immer das Dienstmädchen. Und seine Frau, das ist eine tolle Person, von der kann ich sprechen, das ist interessant. Die sieht aus wie so ein ungepflegtes Grab, also die kann reden. Die hat, also in den Bergen hat die sich erkältet, die wollte beim Echo immer das letzte Wort haben. Ehrlich, die hat im Sommerurlaub einen Sonnenbrand auf der Zunge gekriegt. Also die Frau, ehrlich, er hat früher was auf. Früher hat er mal so schön gesagt, wenn ich mal heirate, also ich möchte eine Frau heiraten, die kochen kann wie meine Mutter. Was hat er gekriegt? Eine Mutter, die saufen kann wie sein Vater. Also ehrlich. Ja, das ist also ehrlich. Die Frau, das ist interessant, also die hat... Ehrlich, die hat so einen geballten Charme, diese Frau, die ist irrtümlich mal, also zu früh aus dem Schleudergang geraten. Also, ja, die hat so einen großen Kopf, also mit ihrem Hut kann sie 10 von Kartoffeln kaufen. Könnt ihr also, und ein Teng hat die, eine Haut wie so ein 18-jähriger Pfirsich, also wunderschön. Ehrlich, und ein Mund hat die, also ehrlich, ohne Ohren könnte die im Kreis lachen, also ehrlich. Die Frau hat den Hinterkopf vorn, also bei der ist vorn alles getürmt, lockig und hinten gestürzt, flockig. Könnt ihr euch vorstellen? Also, ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Also, die ist so hässlich, wenn die zu Hause in den Spiegel guckt, denkt sie, sie hat Besuch. Also, ehrlich, die haben sie im Sommer als Vogelscheuche im Garten aufgestellt, da haben die Vögel die Kirschen vom letzten Jahr wiedergebracht. Also, ehrlich.
Er sagt... Er sagt, meine Frau, also trotzdem bin ich irgendwie stolz auf sie, sagt er. Also, wenn man bedenkt, dass der menschliche Körper zu 92% aus Wasser besteht, da ist das doch irgendwie doll, was sie aus den letzten 8% gemacht hat. Sagt er, die sieht aus mit ihrer Frisur wie eine alte Frau. Jetzt hat sich ein Stoppelschnitt schneiden lassen, jetzt sieht sie aus wie ein alter Mann. Also, die ist mal zum Chirurgen gegangen und hat gesagt, Herr Doktor, können Sie mich verschönern? Sagt er, tut mir leid, Enthauptung nehmen wir nicht vor. Die hat mal, sagt er neulich zu mir, meine Frau, jetzt hat sie eine Kur mit Schlammpackung gemacht. Ich sage, ist sie schöner geworden? Sagt er, anfangs war sie das, aber jetzt bröckelt das Zeug wieder ab. Pass auf, die führen ja nur deshalb so eine glückliche Ehe, also weil sie nicht miteinander verheiratet sind. Also er hat ja 14 Kinder, also der wird mal an Überzeugung sterben. Und die sind, ehrlich, alle... Alle schön bunt, die haben ja mal die Pille mit Smarties verwechselt und der nimmt immer Topflappen mit ins Bett, sonst kann er seine heiße Frau gar nicht anfassen. Also ehrlich, das ist ehrlich. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Geschichte, hat er ganz früher mal gesagt. Ich sagte doch zu ihm, wie geht deine Ehe so? Sagt er, oh du, meine Frau ist hässlich. Sagt er, das ist schlecht, nicht? Sagt er, nee, ist gut fürs Geschäft. Und ich sag, hat sie 8 Kinder mit in die Ehe gebracht, alle hässlich. Ich sag, das ist aber schlecht. Nee, ich sag, das ist gut fürs Geschäft. Ich sag, was hast du für ein Geschäft? Sagt er, eine Geisterbahn. Pass auf, und der... Pass auf, und der Kleinste, der Jüngste, der konnte nie sprechen. Da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, da musst du mal nach Frankreich fahren, in dieses Wunderbad da, nach Lourdes. Da sind die dollsten Sachen passiert, da konnten Gelähmte, konnten wieder gehen, also, und Blinde konnten gucken, und da war, also, da musst du mal hinfahren, mit dem, hältst du mal so einen Kopf so richtig ins Wasser rein, sollst mal sehen. Der fährt nach Lourdes, nimmt den Kopf von den Jungen, stippt ihn so dreimal ins Wasser, kommt da raus und sagt, du Blödmann, Mensch! Denkt der Mensch, der Junge kann ja sprechen. Dass der ruft überglücklich seine Frau und sagt, Liebling, stell dir vor, der Junge kann sprechen. Ich habe ihn so dreimal ins Wasser gestippt, da kam der raus und sagt, du Blödmann, Mensch. Sagt sie, du bist auch ein Blödmann, solche Verkehrten mitgenommen, Mensch. Die beiden führen eine Ehe, eine ganz glückliche. Sagt er doch zu seiner Frau, du Alte, wo sind meine Golfsocken? Sagt sie, wieso Golfsocken? Ja, die mit den 18 Löchern. Da blättert sie im Kochbuch. Was suchst du denn da? Ja, sagt sie, ich kann nicht finden, wie man Wäsche kocht. Die geht aber immer gut in Zeug, das Mädchen. Also ein Kostüm hat sie aus Ziegenleder, da geht sie immer Ton in Ton. Also wunderschön. Ich hab neulich so schön noch zu ihr gesagt, auf einer Party, ich sag, gnädige Frau, ihr Kleid gefällt mir von Jahr zu Jahr besser. Und daraufhin ist sie dann doch mal in ein Geschäft gegangen und hat sie bei der Käuferin gesagt, ich möchte gern das Kleid im Fenster anprobieren. Sagt sie, gern, aber wir haben sonst auch Kabinen. Pass auf, und dann, komm mal ruhig. Und dann hat sie dieses Kleid, pass auf, dann hat sie dieses Kleid angezogen, das war so ein Kleid nach dem Motto, so man trägt wie der Herz. Also ihr kennt das. Nee? Sagt sie zur Verkäuferin, meinen Sie nicht, dass der Ausschnitt ein bisschen zu tief ist? Sagt sie, haben Sie Haare auf der Brust? Nein, ja, sehen Sie, dann ist der Ausschnitt zu tief. Und, dann kam sie mit dem Kleid zu Hause an und sagt, Liebling, das Modell heißt Capri. Sagt er so, ich habe gedacht, Capri wäre eine Insel und kein Erdteil. Sagt sie, Liebling, wir haben doch demnächst unseren Kostümball, als was soll ich da gehen? Sagt er, mit deinen Krampfadern am besten als Landkarte, du. Und die Ehe, Kinder, die Ehe fing mal so glücklich an. Da, als Seemann kam er zurück von weiter Reise und sie stand schon an der Landungsbrücke, erwartete ihn und er rief ihr vom Schiff aus zu. EB, 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 ruft sie zurück. Sagt der Kapitän, wie unterhalten Sie sich komisch mit Ihrer Frau? Was hat sie denn gesagt? Ach, immer dasselbe, sie will erst essen, Mensch. Also, Nein, ich habe schon gemerkt, dass ihr hören wollt, aber das ist... Nach der Hochzeitsnacht hat sie denn gesagt, Essen tust du auf wie ein Kaninchen. Pass auf, ich habe ihn ja... Ich habe...
Ich habe ihn ja neulich mit seinem Hund getroffen. Ich sag, wo willst du mit ihm hin? Sagt er, zum Uhrmacher. Ich sag, wieso zum Uhrmacher? Ja, da bleibt immer stehen. Und, ehrlich, ein Hund, der schläft nur, der ist nur müde. Der hat einen Posten bei der Polizei gekriegt, im Innendienst jetzt. Und, da sind die mal mit dem Hund spazieren gegangen, eine ganz traurige Sache. Im Wald spazieren gegangen, kam ein Jäger, nahm wortlos sein Gewehr, knallte den Hund an. Sagt sie, eine Frechheit, eine Unverschämtheit, wie können Sie meinen Hund ohne Grund erschießen? Oder hören Sie mal zu, gnädige Frau, Ihr Hund hatte die Tollwut. Sagt sie, woher wissen Sie das? Dann gucken Sie doch mal genau hin, die kahlen Stellen am Kopf, die triefenden Augen, die hängende Rute. Sagt sie, hau bloß ab, sonst erschießt er dich auch noch mehr. Und, ich wollte ihn, kürzlich mal besuchen, kam an das Haus, also der wohnt ja in einer Gegend, also wenn da mal einer pünktlich die Miete bezahlt, kommt gleich die Polizei und fragt, woher er das Geld hat. Pass auf, seine Frau guckte aus dem Fenster, ich sah, ist sein Mann zu Hause, sagt sie, nee, ich sag, dann kann ich ja wieder gehen, sagt sie, nee, komm rauf, trink eine Tasse Kaffee, ich sag, nee, hab ich schon, sag, dann komm doch so rauf, nee, hab ich auch schon. Der badete mal sein Baby zu Hause und hat es so an beiden Ohren gepackt, nicht? Und zog es so durchs Wasser. Ich sag, Menschenskind, so macht man das doch nicht. Das ist doch ein zartes Geschöpf. Dann nimmt man die eine Hand unter den Po und die anderen unter den Hinterkopf und dann schwingt man es ganz vorsichtig durchs Wasser. Sag, das weiß ich, aber denken Sie mir, wie die Finger verbrüllen hier. Auweia. Nein, pass auf. Sagt er übrigens, mein Sohn wird Rosenmontag getauft. Ich sag, das ist aber ein komischer Name, Mensch. Ehrlich, den Kleinen, den macht er so sehr, den lässt er mit Rasierklingen spielen. Also der erzieht seine Kinder anti-autoritär. Die dürfen in die Windeln scheißen, wann die wollen. Also sagt er, aus meinem Sohn soll mal was ganz Großes werden. Also ich habe ihn jetzt vom Professor aus Oxford kommen lassen, bei dem lernt er Englisch. Dann habe ich ihn so eine Mademoiselle kommen lassen aus Paris, bei der lernt er Französisch. Ich sag so, bei wem lernt der Junge denn Deutsch? Sagt er, bei mich. Er ist ein echter Manager-Typ, richtig so ein Snob, also gestresst. Kommt er neu nach Hause und sagt zu seiner Frau, wie geht's den Kindern, was ist zu essen? Sagt sie, Masern und Rouladen. Ein echter Snob, also ehrlich, wenn der ein Buch lesen will, schreibt er sich eins. Der röstet seinen Toast auf einer Stradivari. Also sein Kleinst hat sich mal für die Skiffelband so ein Waschbrett gewünscht. Was macht er? Er schenkt mir eine vollautomatische Waschmaschine. Also ehrlich, und die Kleinsten unter sich, die erleben Sachen, die Lütten, die sind ja so altklug. Da haben sie mal mit den Nachbarskindern, sagt der Nachbarjunge, mein Papi, der hat immer die Taschen voller Geld, fährt ein ganz großes Auto. Sagt er, meiner ist auch Busfahrer. Sauber, Kinder wie die Bilder. Da hat er zu der Lehrerin gesagt, Frau Lehrerin, bilden Sie mal einen Satz aus Mann, Frau, Liebe, Eier und ein Zimmer. Sagt sie, das kann ich nicht. So ganz einfach, Ei, Ei, liebe Frau Zimmermann. Sagt die Lehrerin, Fritzchen, was ist an diesem Satz verkehrt? Pass auf. Der Ochse und die Kuh steht auf der Weide. Was ist daran verkehrt? Sagte, die Dame muss man zuerst nennen. Der hat Sachen gemacht, hat in meinem Aufsatz geschrieben, die Bäuerin saß am Ufer des Flusses und melkte die Kuh, im Wasser saß umgekehrt aus. Pass auf! In einem anderen Aufsatz hat er geschrieben, und sie ritten durch die endlose Nacht. Als der Morgen graute und die Sonne aufging, merkten sie, dass sie die Pferde vergessen hatten. Da ist er mal mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig gefahren, sagt der Wachmeister, das ist verboten, wie heißt du? Fritzchen und dein alter Willi. Als Baby wollte der immer nicht essen, hat seine Mutter gesagt, pass auf, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Du bist jetzt eine Straßenbahn und jeder Löffel, den du isst, ist ein Fahrgast. Sagt er, auf, fein, Mami, das ist prima, das machen wir. Pass auf, hier kommt der erste Fahrgast, prima, hier kommt der zweite Fahrgast, auch schön, hier kommt der dritte Fahrgast, das geht ja prima. Sagt er, Mami, jetzt alles wieder aufsteigen. Oh, Mann. Pass auf.
Und ein schönes Thema ist ja, das muss ich euch erzählen, wenn der mit seinen Großeltern zugange ist, der Lütte. Das ist, sagt er neulich, Opa, Opa, weißt du, wann eine Panik entsteht? Sagt er, nee, mein Junge, ist ganz einfach, wie beim Gruppensex der Unterste ans Telefon gerufen wird. Opa, sagt er, Opa, kennst du den Gruppensex im Bäckerladen? Sagt er, nee, mein Junge, das ist doch ganz einfach, wenn ein warmer Berliner auf drei Schnecken liegt. Sagt er, Opa, wie nennt man dann einen Neger, der 12 Kinder hat? Sagt er, weiß ich nicht. Ganz einfach, Black und Decker, Black und Decker. Sagt er, Opa, warum heißen denn Eisbären Eisbären? Sagt er, das weiß ich nicht, mein Junge. Das ist ganz einfach, weil die weiß sind. Wenn die rot wären, dann würden die ja Himbeeren heißen. Opa, was muss eine Frau ausziehen, um ihren Mann ins Bett zu kriegen? Sagt er, das weiß ich nicht. Den Stecker vom Fernsehapparat. Opa, pass auf. Opa, ich habe ein Rätsel für dich. Läuft über die Straße und rasselt. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das ist eine Ameise in Schneeketten. Oder Opa, ein anderes Rätsel ist weiß und hüpft von Birke zu Birke. Was das? Weiß ich nicht. Das ist doch der Dralle, der sucht neues Haarwasser. Oder Opa, pass auf, oder Opa dreht sich auf einer Wiese dreimal im Kreis und ist schwarz, was ist das? Sagt er, weiß ich nicht, das Maulwurf beim Hammerwerfen. Opa, noch ein Rätsel, pass auf, hüpft auf einer Wiese und ist schwarz, was das? Sagt er, weiß ich auch nicht, das ist der gleiche Maulwurf, der ist der Hammer auf den Fuß gefallen. Opa, weißt du denn, was ein Wallach ist? Sagt er, nee, mein Junge, ein Wallach, das ist ein Hengst, der nicht mehr fenstern kann. Opa, ich habe ein schwieriges Rätsel. Pass auf, Opa. Zwei Frauen sitzen auf einer Parkbank und essen eine Bockwurst. Die eine beißt herzhaft rein und die andere macht vorsichtig die Pelle ab. Opa, welche von beiden ist verheiratet? Doch, das weiß ich nicht. Ganz einfach die mit dem Trauring, Mensch. Aber, und ihr merkt, das ist wie die ältere Generation, heute nicht immer ganz einfach mitzukommen. Das geht ja alles so schnell in unserer heutigen Zeit, so hektisch. Nicht wie Oma zu Opa sagt, Opa, ich lese hier gerade, wenn das brennt, dann soll man 112 rufen. Früher riefen die doch immer Feuer, Feuer. Pass auf, denk doch an die drei Rentner, die da im Altersheim St. Blasius sitzen und Bad Soop brennen. Sagt der eine, wenn ich mal tot bin, dann möchte ich liegen neben Bismarck, der hatte viel Ahnung von Heringen. Sagt der eine, wenn ich mal tot bin, dann möchte ich liegen neben Beethoven. Der machte eine scheiß Musik, aber eine dufte Frisur hatte der. Sagt der dritte, wenn ich mal tot bin, möchte ich liegen neben Lollo Brigida. Sagt er, eine bisschen verrückt, die ist noch gar nicht tot. Sagt er, eben drum. Da sagt der Pfarrer doch in der Kirche, Oma, dein Gebiss ist runtergefallen. Nee, das ist nicht meins, das ist von meinem Mann. Das nehme ich immer mit, sonst frisst du mir morgen schon den Schweinebraten aus. Da sagt doch Oma zu Opa, ich lese hier was in der Zeitung von so einem Flitzer, was ist das? Das kennst du nicht, Oma? Das sind die modernen jungen Leute, die ziehen sich plötzlich nackelig aus und dann laufen sie ganz schnell über die Straße. Die flitzen über die Straße, deshalb heißen die Flitzer. Oh, sagt sie, das ist interessant, das machen wir heute Abend mal hier im Altersheim. Tatsächlich, Oma, beim Armbruch flitzt sie durch den Saal, wie Gott sie geschaffen hat. Sagt die eine zu einem, sag sie, was war das da eben? Ja, sagt sie, das war Frau Miller, die wollte uns vor ihr neues Kleid zeigen. Ja, sagt die eine, sie hätte jetzt aber vorher ruhig ein bisschen bügeln können. Ne?
Freunde, seien wir ehrlich, es ist schon eine verrückte Zeit, in der wir leben. Ich bin Skelett zu einem Eimer Wasser, sagt, na, mal Schneemann gewesen, was? Also Schnee. Pass auf, da standen doch auf St. Pauli zwei Bordsteinzweigen unter der Brause, sagt sie, du hast ja Pickeln auf dem Po. Sagt sie, das sind keine Pickeln, das ist Blindenschrift, das sind meine Preise, Mensch. Guck mal auf, das passt sehr schön in dieses Thema hinein. Auch die Tankstellenbesitzer will man jetzt hier aufwerten. Nicht die von Aral, die heißen ja die Aralisten, die von Shell heißen die Shellisten, die von Esso die Essoisten und nur die von BP, die wollen dann nicht mitmachen. Da sagt der eine zum anderen beim Schützenfest, wo nehmen wir dieses Jahr die Ehrenjungfrauen her, sagt er hinter dem Festzelt. Treffen sich zwei Karten, sagt der eine zum anderen, hi, sagt der andere, wo. Kennen Sie den Unterschied zwischen Picknick und Panik? 28 Tage. Man muss heutzutage wieder unter Leute gehen. Ich sage immer, Kinder, geht weg von der Flimmerkiste, geht mal außer Haus, bewegt euch wieder oder macht mal eine Schnitzeljagd in der Schlachterei oder lest mal wieder Zeitung, das ist wieder in. Ich habe jetzt gelesen, also eine schöne Mitteilung, also der jugoslawische Gastarbeiter Mirko Petrovic wurde von seinem Polier bei der Arbeit überrascht. Habt ihr den Tipp der Woche gelesen? Hausfrauen sollten sich beim Kartoffelschälen etwas anziehen. Auch Kartoffeln haben Augen. Frauen sollten immer was anziehen, auch wenn es nur die Beine sind. Habt ihr heute Morgen im Funk die Morgengymnastik gehört? Guten Morgen, liebe Hörer, wir kommen zur ersten Übung. Also auf und wieder, nun das andere Augenlid, auf und wieder, sauber! Wie der Bürgermeister fragt, als die Glocke geläutet wird, wo brennt es denn? Sagt er, beim Bauern Huber, so, das war gar nicht versichert. Wie der Filmproduzent seinen Starlet so ganz zart über den Po streicht und sagt, wenn du das alles im Kopf hättest, ist das. Da sagt der Malermeister zum Lehrling, so, jetzt zuerst streichst du mal die Fenster, der ist fertig und sagt, Meister, die Fenster sind gestrichen, soll ich jetzt die Rahmen streichen? Pass auf! Haben wir Malermeister hier, ich merke das schon. Frau Gräfin sitzt in der Badewanne. Plötzlich passiert ihr etwas Menschliches. Die Tür wird aufgerissen, James kommt rein mit der Flasche Bier, Tablett, Glas. Ich sag, aber James, ich hab sie nicht gerufen. Und natürlich kriege ich warum noch gerufen, Butler bringt eine Bottle Bier. Freunde, es gibt schon verrückte Sachen in unserer heutigen Zeit. Wie einer von unten raufruft, ist Susi zu Hause, kommt die Stimme von oben, nein, der wohnt nicht mehr hier. Das ist ein schönes Thema, nicht? Pass auf, ein nicht ganz heißer, also ein warmer, den nennt man ja heute Erich, also vorne er, hinten ich. Und der wurde immer von den Schulkindern genervt. Die gehen morgens immer an sein Haus vorbei und rufen immer rauf, blöder Schwulibert, blöder Schwulibert. Eines Tages, sagt er, ihr bösen, bösen Kinderchen, wenn ihr das morgen noch einmal sagt, dann hätte ich meinen großen Hund auf euch. Am nächsten Morgen gehen die wieder vorbei, blöder Schwulibert, blöder Schwulibert. Es geht unten die Tür auf, er kommt raus mit seinem riesen Bernardiner und sagt, Bernie Fass, sagt er, wow, wow.
Auweia. Ein herrliches Thema. Ich sag gestern noch zu meiner Frau George, sag ich. Weißt du eigentlich, wie viel Schwule es gibt, dass er viel zu wenig? Da hatten doch zwei Süße einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung, aus dem anderen Wagen stand ein Herr, der gleich sagt, meine Herren, bitte kein Ärger, keine Polizei, haben Sie 100 Mark, aber bitte keine Polizei. Und dann, Klaus Rüdiger, du gehst sofort zur Polizei. Meine Herren, machen Sie doch keinen Ärger, hier haben Sie 300 Mark, aber bitte keine Polizei. Und dann, Klaus Rüdiger, du gehst sofort zur Polizei. Meine Herren, mein letztes Wort, 500 Mark, keine Polizei. Sagt der Klaus Rüdiger, du gehst sofort zur Polizei. Meine Herren, wissen Sie was, ich kann mich am Arsch lecken. Sagt der Klaus Rüdiger, bleib hier, der Herr mit dem muss verhandeln. Wie der Richter sagt, Angeklagte, erheben Sie den Kopf, wenn ich mit Ihnen spreche. Da hebt er den Kopf, sieht den Richter und sagt, ach, hier arbeitest du. Freunde, ich könnte mit euch noch stundenlang plaudern, aber ich bin der Meinung, wir sollten diese kleine Platte jetzt umdrehen. Und ich möchte mich verabschieden von euch mit einem kleinen epochalen Fünfzeiler aus meiner Sturm- und Drangzeit. Die Frauen werden bei der ersten Zeile gleich strahlende Augen kriegen, ich weiß das. Frau Wirtin hat auch eine Nonne. Die hat einen Bauch wie eine Tonne. Und als sie wollte entbinden, da fiel der ganze Doktor rein und war nicht mehr zu finden. Tschüss! Karneval hier. Das ist, ihr habt mich wiedererkannt und ich habe eben schnell in der Pause noch mit der Klofrau ein bisschen geplaudert. Wartet da mal. Die Frau ist aber scheißfreundlich, da müsst ihr mal hingehen. Da in die gekachelten Räumlichkeiten. Also nirgendwo steht man sich so herrlich offen gegenüber wie da. Also, ja. Man kann Wasser trinken, man kann es auch lassen, aber. Ja. Aber ihr merkt daran, an diesen kleinen Sachen schon, man darf heutzutage nicht alle Leute in einen Topf werfen. Das tun selbst Kannibalen nicht. Wisst ihr, was ein Kannibal ist, der seine Mutter gefressen hat? Der ist halbweise. Ja. Was ist denn ein Kannibale, der Vater und Mutter gefressen hat? Der ist satt. Was ist denn ein Kannibale, der sein ganzes Dorf gefressen hat? Der ist Dorfälteste. Guck mal, das ist schwarzer Humor. Wir haben wieder ein Thema aufgegriffen, ein Lieblingsthema von mir. Wie die Frau des Henkers sagt, mein Mann kann niemandem etwas abschlagen. Wie sie nach Hause kommt und sagt zu ihm, du, die Ärzte haben Opa aufgegeben. Also hoffentlich nicht an unsere Adresse. Das ist schwarzer Humor. Wieder einer auf einem elektrischen Stuhl sitzt. Sagt der Pfarrer, Bruder, haben Sie noch einen letzten Wunsch? Ja, sagt der Hochwürden, würden Sie bitte meine Hand halten. Habt ihr die Anzeige für eine Putzfrau, die Todesanzeige für eine Putzfrau gelesen? Sie kehrt nie wieder. Das ist alles in deinem. Ich hab jetzt auf einem Grabstein gelesen. Hier ruht in Frieden Dr. Horn, hat einer drunter geschrieben und die Behandelten liegen weiter vorne. Also. Da sagt der Lehrer in der Schule, könnt ihr mir das Wort kondolieren erklären? Ja, sagt der Herr Lehrer, kondolieren ist gratulieren, wenn einer gestorben ist. Sagt er, was ist denn dein Vater? Sagt er, vom Traktor überfahren. Deine Mutter vom Traktor überfahren. Was machst du? Traktor fahren. Da ruft doch,
Da ruft doch der Einäscherer vom Krematorium bei seinem Chef an und sagt, Chef, ich habe hier ein großes Problem, ich soll doch den Lilliputaner verbrennen. Ich schaff das nicht, ich habe schon das kleinste Rost genommen, der fällt immer wieder durch. Oder so, haben Sie Ärger, bringen Sie mir rüber, rauch ihn in der Pfeife, dünn. Bitte, Freunde, wie heißt es immer so schön, rauche nie im Bett. Die Asche, die runterfällt, könnte deine eigene sein. Und, wie Frau Kuhschwanz für ihren verstorbenen Gatten einen Grabstein bestellen will und sagt zu dem Verkäufer, wissen Sie, der Name Kuhschwanz, der macht sich wahnsinnig schlecht auf seinem Grabstein. Mein Gatte wurde zu Lebzeiten immer verhöhnt mit diesem Namen und können wir das nicht anders sagen? Doch, der Verkäufer, natürlich, können wir ganz anders. Sagen wir einfach, hier liegt verriegelt und verrammelt, was der Kuh am Hintern bammelt. Wieder einer die vollbesetzte Straßenbahn steigt, holt sein Glasauge raus, wirft das ein paar Mal hoch, sagt dein Freund, was soll denn der Quatsch? Ja, sag ich, will wissen, ob vorne noch Platz ist. Da saß eine dufte Blondine. Also ein Body, also für die Kurven brauchte man Bordsteinfühler. Könnt ihr vorstellen? Also die, ja, auf dem Schoß einen unheimlich arroganten Pudel, den sie ganz zärtlich streichelt, denn ihr gegenüber, der stand wie der Hirsch in der Brunft, nicht? Sagt er, so gut wie der Pudel, möchte ich das auch mal haben. Sagt er, sagen Sie das nicht, ich kriege gerade mal ihn zum Arzt, dass Sie ihn den Schwanz kopieren. Und da, pass auf, da kam einer rein, stinkvoll bis zum Eichstrich. Links sitzen alles voll Idioten und rechts sitzen all die Ehebrecher. Sie alle auf und sagen, eine Unverschämtheit, eine Frechheit. Ich bin seit 20 Jahren glücklich verheiratet. Ich habe meine Frau noch nie betrogen. Sie 20 Jahre noch nie betrogen. Setzen Sie ganz schnell rüber zu den Vollidioten. Hier zum Beispiel vor diesem Hauruck-Schuppen hier. Da tastete einer alle Autos ab. Sagt er, was machen Sie denn da? Sagt er, ruhig, Mensch, ich suche mein Auto. Sagt er, so finden Sie Ihren Wagen nie, sondern natürlich mein Wagen Blaulicht, Mensch. Ehrlich. Da kam einer rausgetorkelt, da stand so ein Uniformierter vor der Tür. Sagt er, besorgen Sie mir ganz schnell ein Taxi. Oder eine Frechheit, das bilden Sie sich eigentlich ein. Ich bin ja nicht der Portier, ich bin Marineadmiral. Das ist so, dann bringen Sie mir ein U-Boot, Mensch. Da standen zwei an der Hauswand und kinkelten. Kommt der Wachmeister und sagt, sofort aufhören, einpacken. Die beiden gehen weiter nach der Reihe. Hab ich aber angeschmiert, so. Eingepackt habe ich aber nicht aufgehört. So sieht's doch aus, nicht? Seien wir ehrlich. Mich dürstet! Das ist bei vielen das Einzige, was aus der Bibel schon hängen geblieben ist. Das ist so, ja. Hier doch einer reinkommt und sagt zum Wirt, Frohe Neujahr! So, da wird aber Paul, wir haben doch Ostern. Das ist ja Ostern? Meine Güte, so spät bin ich noch nie nach Hause gekommen. Da wird meine Alte ganz schön kochen. Da sagt er nebenan, du hast gut, wenn ich nach Hause komme, kriege ich nichts mehr zu fressen. Hier, also über den Laden können wir ja ein bisschen plaudern. Also die haben einen tollen Koch hier, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also der kann Vanilleeis anbrennen lassen. Also der ist nicht, ja, alles was hier warm ist, ist ja hier Suppe. Was kalt ist, ist Bier. Und da sagt ein Gast, Herr Ober, wo sind die Toiletten hier? Sagt er, gibt's hier nicht, ihr bescheißt einer den anderen. Und Kinder, die Kellner haben das war heutzutage so schwer. Wenn früher so ein Kellner vom Laden so 10 Jahre drin war, hat er sich selbstständig gemacht. Heute geht es nicht mehr. Überall Registrierkassen. Das ist auch schwer. Da saßen zwei und hatten gegessen. Sagt der eine, du, was wir eben gegessen haben hier, das war alles vom Ross, vom Pferd. Sagt er so, das Apfelmus auch. Ein anderer sagt, Herr Ober, hier ist eine Fliege in der Suppe. Sagt er mir nicht mehr lange, mein Herr. Sehen Sie die Spinne am Tellerrand? Da kam einer rein und sagte, Ober, ganz schnell eine Gulaschsuppe, einmal Rouladen, hinterher eine Schwarzwälder Kirschtorte. Oh mein Herr, Sie haben doch die Speisekarte noch gar nicht gesehen. Nein, aber das Tischtuch. Ein anderer Gast sagte, Ober, das Steak ist katastrophal. Ich kann das beurteilen, ich bin aus der Branche. So, sind Sie Schlachter? Nein, Schuhmacher. Und dann nehmen Sie das Steak wieder mit und sagen Sie, Ihrem Kocher könnte sich das in den Hintern stecken. Der kommt nach 2 Minuten wieder und sagt, mein Herr, das geht leider nicht. Der hat schon 3 Schnitzel und eine Ente drin.
Wenn man, Freunde, seien wir ehrlich, Freunde, wenn man solche Sachen hört, da steigen einem die Tränen in die Hose, seien wir doch ehrlich. Und da kommt doch einer zum Zoodirektor und sagt, guten Tag, ich möchte gern ein Nilpferd kaufen. Was kostet das? Oh, so ein Nilpferd kostet 20.000. Ja, sagt er, ich wohne in so einem Hochhaus im 15. Stock. Ich möchte das da rauffahren. Was kostet? Ja, legen Sie noch einen Tausender drauf, dann haben Sie es oben. Die Nilpferdpacker bringen das Ding, stellen es in den Flur. Sagt er, wo soll das hin? Sagt er, stellen Sie am besten ins Badezimmer. Sagt er, mich geht das ja an sich nichts an, aber was wollen Sie mit dem Nilpferd im Badezimmer? Also ich kann Ihnen das kurz mal erklären. Wissen Sie, sonntags nachmittags kommt immer mein Schwager zu Besuch. Der stellt immer so blöde Fragen. Das ist so ein Pseudo-Intellektuelle. Also der, dann sagt er immer, wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? Ich sag, weiß ich nicht. Sagt er, wie heißt denn die Hauptstadt von Kathmandu? Ich sag, weiß ich nicht. Sagt er, wann wurde denn Afrika von Kolumbus entdeckt? Ich sag, weiß ich nicht. Und wenn der fertig ist mit seiner Fragerei, dann geht er immer ins Badezimmer, auf Klo. Wenn er wiederkommt, sagt er bestimmt, du in deinem Badezimmer, da steht ein Nilpferd. Kann ich sagen, weiß ich. Wie ein Bekannter zu mir sagt, du, wir hatten heute Morgen so ein Kaderfrühstück, du. Nur meine Frau war sauer, die hing so an dem Tier. Und geizig ist der geizig. Da hat seine Frau mal in den Armen eines Einarmigen erwischt. Und das Einzige, was sie anhatten, waren also das Radio, eine Zigarette. Und der ist so geizig, dass er stellt euch hintereinander, ich will euch erschießen. Und der ist mal zu seinem Hausarzt gegangen. Und sein Hausarzt, das ist eine Kanone, dieser Mann. Der weiß nicht, wie man Hämorrhoiden schreibt, aber der weiß, wo die sitzen. Und das ist natürlich. Der operiert nur barfuß, die Socken braucht er für die Narkose. Also ehrlich, das kann ich nicht sagen. Zu dem ist er hingegangen, hat gesagt, Herr Doktor, können Sie mich ganz schnell kastrieren? Da haben Sie das auch gut überlegt. Sagt, natürlich machen Sie schnell, meine Frau wartet unten, wir haben nicht viel Zeit, wir wollen ins Kino. Sagt er, gut, wenn Sie unbedingt wollen, da geht mir auf die Straße, sagt seine Frau, na Liebling, hast du dich impfen lassen? Sagt er, impfen, ich kam nicht auf das Wort. Das Thema Arzt ist ja immer interessant. Immer ein dankbares Thema. Die Ärzte sagen zum Beispiel, Rauchen sei schädlich. Dabei gibt es viel mehr alte Raucher als alte Ärzte. Ich meine, viele gewöhnen sich das Rauchen trotzdem ab. Der Vesuv raucht auch nicht mehr. Und das sind alles diese, natürlich, man will ja auch die Lungen der Kettenraucher anzapfen. Man braucht ja Asphalt für den Straßenbau. Da kam man aus dem Universitätskrankenhaus, humpelte raus an Krücken mit einem Bein, sagt sein Freund, was hast du denn gemacht? Sagt, ich habe mich am Blinddarm operieren lassen. Sagt, da sieht man so aus, ja. Sagt, ich hab mich da vom Professor, und als er den Blinddarm raus hat, haben die Studenten so applaudiert, hat er noch eine Zugabe gegeben. Da kam einer raus, der drehte den Kopf nach hinten, ist aber, was ist denn mit Ihnen los? Sagt, ich habe einen Verunkel. Der Arzt hat gesagt, ich soll es im Auge behalten. Also, pass auf. Wie die Schwester im Krankenhaus sah, der Doktor, ihr Simulant von 312 ist eben gestorben. Da sagt der Arzt, jetzt übertreibt er aber wirklich. Da humpelte einer rein, sagt der Doktor, ich bin vom Baum gefallen. Sagt er, hoch, nee, runter. Die haben im Krankenhaus haben die jetzt eine ganz seltsame Einlieferung gehabt, als eine Frau mit Armbrust. Also das ist bei uns aus dem Dorfteich haben sie jetzt einen rausgezogen. Und der Notarzt kam gleich an und mit den Wiederbelebungsversuchen, nicht Arme rauf und runter, rauf. Da sagt ein Umstehender, Herr Doktor, so schaffen Sie das nie. Sagt er, reden Sie keinen Quatsch, ich bin seit 40 Jahren Arzt. Was meinen Sie, wie viele ich schon gerettet habe? Sagt er, ich bin seit 10 Jahren Pumpeningenieur. Ich sage, solange der mit dem Hintern im Wasser liegt, pumpen Sie den ganzen Teig leer hier. Apropos Arzt, guck mal, auch, das ist auch interessant, die Zahnärzte in der Tschechoslowakei, die sollen das ja wahnsinnig schwer haben, nicht? Ja, bei denen darf ja keiner den Mund aufmachen. Ja, natürlich,
wenn die da einen Zahn ziehen müssen, die müssen da versuchen, von hinten an die Wurzel zu kommen. Das ist ja. Natürlich. Das war doch bekannt dazu, ich muss nächste Woche zur Musterung. Ich sag, habe ich einen Tipp, pass auf, lässt dir alle Zähne jetzt rausziehen. Zahnlose nehmen die nicht. Und dann meinst du, ich sag, Zahnlose nehmen die nicht. Der lässt sich alle Zähne rausrupfen. Ich treffe ihn nach 14 Tagen wieder, sag, na, haben sie dich genommen? Nein, die haben mich nicht genommen. Ich sag, wegen Zähne? Nein, wegen Plattfüße. Und, die Bundeswehr, ein schönes Thema, ich weiß es. Die Bundeswehr wurde schon in der Bibel erwähnt. Sie hüllten sich in seltsame Gewänder und irrten planlos umher. Also, Freunde, es ist ja bei der Bundeswehr heute ganz einfach. Wenn einem zum Beispiel obenrum was fehlt, geht man zum Oberarzt. Wenn einem untenrum was fehlt, geht man zum Unterarzt. In besonderen Fällen geht man dann zum Stabsarzt. Da sagte der Stabsarzt mal zu einem, wie heißen Sie? Sagt er, Lehmann. Sagt, das ist ein komischer Name. Haben Sie was dagegen, wenn ich Sie kurz Lehmann nenne? Da geht er heraus, sagt sein Freund, haben Sie dich genommen? Sagt er, nein. Sagt er, wie hast du das denn gemacht? Sagt er, reden muss man können. Pass auf, und ihm. Und die Tauglichen standen alle angetreten, sagt der Spieß. Hört mal zu, ihr Waldheinis, als Zivilisten seid ihr hergekommen, als Menschen werdet ihr entlassen. Mit allen Sorgen könnt ihr zu mir kommen, ich bin die Mutter der Kompanie, ruft einer aus dem zweiten Glied entzürken, gnädige Frau. Sagt er, was sind Sie denn vom Beruf? Sagt er, ich bin Cellist. Sagt er, gut, Sie gehen in den Hof, sägen Holz. Sagt er, was sind Sie? Sagt er, ich bin Einbrecher. Sagt er, gut, Sie gehen in die Küche, machen ein paar Dosen auf. Sagt er, was sind Sie denn? Sagt er, ich bin Anarchist. Gut, Sie gehen also, da, Sie sprengen den Rasen. Sagt er, was sind Sie denn? Sagt er, ich bin Dompteur. Sie kommen zur vierten Kompanie, Sie können meine Kanickel füttern. Sagt er, was sind Sie denn? Sagt er, ich bin Kalkulator. Oder hören Sie mal zu, Sie trübe Tasse. Erst heißen Sie nicht Kalkulator, sondern Kalkutta. Und zweitens habe ich Sie gefragt, was Sie sind und nicht, woher Sie kommen. Also, ein herrliches Thema. Wie der Oberst sagt, Gefreiter Müller, passt die Uniform? Sagt er, wie angegossen, nur die Hose sind Achselhöhe und etwas zu weit. Da sagt der Spieß, Gefreiter Müller, Sie stehen nachts auf Wache. Plötzlich kriegt eine dunkle Gestalt auf die Kaserne zu. Was machen Sie? Schießen Sie oder was machen Sie? Nein, ich bringe einen Oberst in sein Quartier. Okay. Sagt der Gefreiter Müller, Ihre drei Lieblingsworte sind wohl Wein, Weib, Gesang. Sagt er, nein, meine drei Lieblingsworte sind Reserve, hat Ruhe. Yeah. Sagt der Gefreiter Müller, Herr Oberst, Sie sitzen ja verkehrt rum auf dem Pferd. Sagt er, reden Sie keinen Quatsch, wissen gar nicht, wohin ich reiten will. Nein, von dem. Wie heißt es immer so schön? Irren ist menschlich, sagte der Igel und sprang von der Kleiderbürste. Und das ist natürlich. Wieder einer ins Musikgeschäft kommt und sagt, ich hätte gerne da die rote Trompete, das weiße Akkordeon. So, dann hören Sie mal zu, den Heizkörper können Sie haben, aber der Feuerlöscher bleibt hier. Da soll einer entlassen werden. Sagt der Professor, mein lieber Freund, für uns gelten Sie jetzt als geheilt, aber ich habe eine Bitte, schreiben Sie mir etwas auf den Zettel, was ich so zu den Akten noch legen kann. Sagt der Professor, was soll ich schreiben? Sagt er, ganz einfach, meinetwegen übers Pferd. Sagt er, gut, das Pferd. Trapp, 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 nächste Seite. Trapp, 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 nächste Seite. Trapp. Sagt er, wie lange soll das noch so weitergehen? Bis ich Brrr geschrieben habe. Zwei Doofe hatten sie doch angestellt da am Flughafen als Bodenpersonal. Eines Tages sagt der eine, du hast schon mal die Düsentreibstoff probiert. Der schmeckt verdammt nach Whisky. Sagt er, ist das wahr? Natürlich, probier mal. Die haben sich unheimlich gern angetüdelt. Am nächsten Morgen ruft der eine den anderen an und sagt, du, wie geht's dir? Sagt er, gut. Hast Kopfschmerzen? Sagt er, nee, hab ich nicht. Magenbeschwerden? Hab ich auch nicht. Hast schon mal einen fliegen gelassen? Sagt er, nee, hab ich auch nicht. Mensch, mach das nicht. Ich hab das gemacht. Ich rufe aus Alaska an. Da war jetzt. Halt auf. Da war jetzt ja einer in England, sagt er, England ist so ein Land, man sollte es nur überdachen. Und bevor der nun wieder nach Hause fährt, denkt er,
bringst du deiner Frau doch ein kleines Geschenk. Ein kleines Souvenir, entdeckt in so einem Geschäft auch so einen kleinen Knips, nicht? Kommt damit an die Grenze und denkt, bevor du den verzollen musst, nicht? Steckt sich das Ding in die Hosentasche. Sagt der Zöllner, haben Sie was zu verzollen? Sagt er, nee. Sagt er, lügen Sie nicht, was haben Sie in der Hosentasche? Ach, sagt er, das. Der kleine Knirps für meine Frau. Sagt er, so, dann wird es aber Zeit, dass sie mit nach Hause kommen will. Da, pass auf! Eine zauberhafte Geschichte. Wir werden ja langsam international. Ihr merkt es. Eine zauberhafte Geschichte ist ja folgende. Da fliegt doch einer von München nach New York. Im Flugzeug fällt ihm plötzlich ein, wenn du jetzt in New York landest, gehst du in so ein Restaurant, der Kellner kommt, der kann dich gar nicht verstehen, der verhungerst du. Der sagt zu seinem Nachbarn im Flugzeug, fliegen Sie auch nach New York? Sagt er, ja, können Sie Englisch? Sagt er, dann bin ich nach New York, ich muss ein bisschen Englisch können. Ich kann gar kein Englisch, ich weiß gar nicht, was ich in so einem Restaurant sagen muss. Ich würde da verhungern. Sagt er, was wollen Sie denn zum Beispiel essen? Ach so, so ein Kaffee mit einem Apfelstrudel, was muss ich da sagen? Sagen Sie einfach Apple Pie and Coffee. Der landet in New York in das nächste Restaurant, der Ober kommt, sagt er Apple Pie and Coffee. Am nächsten Tag Apple Pie and Coffee. Am dritten Tag Apple Pie and Coffee. Der geht eines Tages in die deutsche Botschaft und sagt, ich halte das nicht mehr aus. Ich will unbedingt mal was anderes essen, also was Handfisses, was muss ich denn da sagen? Sagen Sie einfach Ham Sandwich. Der geht wieder ins Restaurant, der Ober kommt, sagt der Ham Sandwich. Sagt der Ober, White Bread or Black Bread? The Ham Sandwich. White Bread or Black Bread? Sagt der Ham Sandwich. White Bread or Black Bread? Auch der Apple Pie und Coffee. Ne? Zauberhafte Geschichte. Da wurde in Texas ein Amerikaner, fragte doch in Texas drüben einen Bayern, are you smoking? Sagt er, nee, Trachtenanzug. Und, nein, man muss, ihr merkt schon, man muss also ein bisschen Fremdsprachen können. Ich kann ja auch Esperanto. Ja, ich war ein paar Jahre drüben und guck mal, zum Beispiel auch Italienisch ist heute innen, ist international. Nicht? Italienisch gibt es ja herrliche Übersetzungen, so Eros Center, Casa Tutti Nutti. Call Girl auf Italienisch, Lollo Telefonata, oder Kampfhahn, Kikeriki Kung Fu, kennen Sie doch, herrlich, oder Schmale Straße, Strada Macaroni, oder Zweites deutsches Fernsehen, Glotze Secondo Germanico, auch schön. Wir wollen international bleiben, ein Spion, das ist eklig international, der wurde beauftragt, ein Geheimdokument einem anderen Spion mit dem Namen Schmidt zu überbringen. Und als Codewort soll er sagen, wenn er diesem Spion gegenübersteht, schönes Wetter heute. Und wenn der da sagt, hoffentlich bleibt es so, dann ist es der besagte Spion. Er kommt in diese Stadt, an dieses Hochhaus und er sucht mir den Namen Schmidt. Tür, 12-mal der Name Schmidt. Oh, denkt er, was machst du nur? Irgendwo musst du anfangen. Klingelt beim ersten, sagt, schönes Wetter heute. Ach, sagt er, Sie suchen den Spion. Da wohnt im dritten Stock. Nein, kann er nicht. Kinder, geht mal auf Reisen, es ist zauberhaft. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem englischen Rentner, einem französischen Rentner und einem deutschen Rentner? Was auch, der englische Rentner nimmt morgens seinen Stock, seinen Bowler und geht zum Bridge. Nee, der französische Rentner nimmt seinen Rotwein, seine Angel und setzt sich an die Zehen. Der deutsche Rentner nimmt seine Herztropfen und geht zur Arbeit. Nee, das ist, ja, natürlich. Es ist, nicht, wie der Buchhalter sagt, Chef, ich habe zu meinem 25-jährigen Dienstjubiläum mit einer Gehaltsaufbesserung gerechnet. So, da muss ich Sie fristlos entlassen. Buchhalter, die nicht rechnen können, kann ich nicht gebrauchen. Und dann sollen Sie sich mal überlegen, warum Sie Ihr Gehalt immer in einer Geschenkpackung kriegen. Nicht? Und da sagt auch der eine Beamte zu dem anderen, nicht, weckt den und sagt, Willi, kommst du mit zum Mittagessen oder arbeitest du durch? Sagt er, nee, lass mich, mir schwindel, ich habe von Rumschreiben gelesen, du. Beamte lassen sich ja am besten bei der Arbeit fotografieren, das wisst ihr, dann sitzen sie ganz ruhig und da kommt doch einer aufs Polizeirevier und sagt, Herr Wachmeister, mein Hund ist entlaufen, was soll ich machen? Dann setzen sie einfach eine Anzeige in die Zeitung, aber er kann doch gar nicht lesen. Wie zwei Polizisten in Peterwagen einen verfolgen, der fuhr immer zickzack, zickzack, die halten den an, ließen den blasen, nix. Dann entschuldige bitte, war wohl ein Irrtum. Die lassen den weiterfahren, wieder zickzack, wie von der Funkel gejagt. Nicht? Die halten ihn wieder an, blasen, nichts. Entschuldigung, die lassen den weiterfahren. Der fährt wieder zickzack.
sagt der eine Wachmeister plötzlich, Mensch, wir Vollidioten, wir haben doch Mayonnaise in den Garnelen, guck dir das doch an, das ist doch ein Engländer, wenn man den Beifahrer blasen lassen. Es ist sauerhaft. Ich hab zum Beispiel eine Bekannte, also die ist so dick, also die kann eine Flurtür öffnen, ohne die Küche zu verlassen. Und das ist, also die sagt immer, ich kann essen, was ich will, ich werde nicht dünner. Und die ist 18 Jahre alt, aber noch sehr rüstig. Und die, ja, frisch, aber schon dankbar, sagt man ja. Also die pendelt ewig zwischen Beichtstuhl und Mütterheim. Könnt ihr vorstellen? Also, sagt sie zu mir, ich habe in der letzten Zeit so fürchterliche Träume. Ich träume, also dass ich jede Nacht mit so einem Mofa durch Ostfriesland fahre. Ich sag, pass auf, da habe ich einen guten Tipp für dich. Ich habe einen Freund, der ist Psychiater. Da gehst du mal hin, der befreit dich davon. Und wie es der Zufall will, ein paar Tage später treffe ich einen Bekannten, der sagt, du, ich habe immer Scheißträume. Oh, bei mir laufen jede Nacht im Traum so 10 nackte Weiber durch die Wohnung. So, das kann ich mir ganz angenehm vorstellen. Ja, die knallen immer so mit der Tür, sagt er. Ich sag, pass auf, da habe ich einen Freund, der ist Psychiater. Zu dem gehst du mal, der nimmt dir die Weiber ab. Sagt er, meinst du? Ich dachte, da musst du hingehen. Ich treffe ihn kurze Zeit später. Ich sag, na, ist alles okay? Sagt er, die Weiber sind weg, aber jetzt fahre ich jede Nacht mit dem Mofa durch Ostfriesland. Das ist ein Typ, ehrlich. Und der macht immer Sachen. Da geht dann an die Quittiergeschäft und sagt, guten Tag, was gibt's Neues? Und sagt er, hören Sie mal zu, ich habe hier also wirklich eine Rarität, ein sibirisches Klo 1755. Sagt er, wie funktioniert das? Ganz einfach, zwei Stöcke einrahmen Sie in die Erde, halten Sie sich dann fest, mit dem Mann jagen Sie die Wölfe weg. Es ist Hammer. Und ich sag kürzlich zu einem, ich sag, was machst du jetzt beruflich? Sagt er, einen neuen Job auf dem Bauernhof. Sagt er, was machst du denn? Sagt er, kaka, kaka. Ganz einfach, morgens hol ich mir die ganzen Hühner aus dem Stall und sag mal, dann komm, alle raus. Sagt er, aber abends mit viel Ärger. Die ganzen Hühner gehen mir in den Stall, nur eins, bleibt immer stehen und sagen, du, wenn du nicht gleich in den Stall gehst, dann mach ich dich aber kaputt, putt, und dann kommen die alle wieder raus. Es ist entzückend. Naja, jetzt sind wir auf dem Lande. Wie der Bauer zu seinem Arzt humpelt und sagt, Herr Doktor, ich habe mir meinen Fuß verstaucht. Sagt er, wie ist das denn passiert? Sagt er, ich wollte einem Kind ausweichen, bin von der Couch gefallen. Sagt er, aber... Herr Doktor, Sie wissen, ich bin Bauern, ich habe dann immer Schwierigkeiten mit der Krankenkasse. Können wir das nicht irgendwie mal so als Arbeitsunfall deklarieren? Können wir das nicht anders? Ja, schreiben wir am besten beim Samenstreuen aus der Furche gefallen. Ah, die Bauern. Die Bauern haben das auch schwer heutzutage, wie mein Nachbar kürzlich sagte. Also ich habe so viel Ärger. Vorletztes Jahr ist mir meine ganze Ernte vertrocknet, nicht? Letztes Jahr ist mir die ganze Ernte verregnet. Jetzt hat Mercedes auch noch 5 Jahre Lieferfrist. Also, auf dem Lande, da sagt der älteste Sohn zum Bauern, Papa, ich möchte gerne ein neues Auto. Also solange der Traktor nicht bezahlt ist, kriegst du kein neues Auto. Kommt der zweite und sagt, Papi, ich möchte gerne ein neues Moped. Also solange der Traktor nicht bezahlt ist, kriegst du kein neues Moped. Da kommt der ganz Kleine und sagt, Papi, ich möchte gern ein neues Dreirad. Sagen, solange der Traktor nicht bezahlt ist, kriegst du kein neues Dreirad. Der Kleine ist sauer, geht auf den Hof, da hockt der Hahn auf der Henne, der gibt ihn einen Tritt und sagt, solange der Traktor nicht bezahlt ist, gehst du zu Fuß. Freunde, Freunde, ich muss es jetzt leider sagen. Ich kratze jetzt die Kurve. Nein, ich muss es jetzt wirklich sagen, Freunde. Es hat mir viel Spaß gemacht heute Abend. Ich bleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Fips Asmus. In diesem Sinne, tschüss.